Rom, am Flughafen Fiumicino. Rosa Alcantara döst im Wartebereich. Schwarzes Minikleid, schwarze Lederjacke, schwarze Strumpfhosen, klobige Stahlkappenschuhe. Ihr langes blondes Haar hängt ihr wirre über die Schultern. Rosa Alcantara? Was? Sind Sie Rosa Alcantara? Ich war es nicht. Wie bitte? Die Granaten in meinem Koffer. Muss mir einer untergeschoben haben. Nicht witzig. Wir haben Sie ausrufen lassen, über Lautsprecher. Ich hab geschlafen. Ihr Anschlussflug nach Palermo geht gleich. Na, endlich. Da ist noch was. Ja? Ihr Koffer ist versehentlich beschädigt worden, beim Transport. Schwer beschädigt. Kann ich Ihren Laden dafür verklagen? Nein, das steht in den Geschäftsbedingungen. Ich komme also ohne Klamotten in Sizilien an. Die Gesellschaft bedauert den Verlust. Ach ja, so sieht's aus. Und er wird Ihnen selbstverständlich erstattet. Ich hatte wahnsinnig teure Klamotten, wissen Sie? Oh, wir haben Experten, die das feststellen können. Anhand der Überreste. Darf ich jetzt ins Flugzeug? Natürlich. Na. Oh, tut mir leid. Rosa Alcantara drängelt in die Menge der Passagiere. Sie öffnet ihre Hand. Darin liegt der goldene Armreif des Türdes. Rosa steckt ihn im Vorbeigehen einer Japanerin in die Manteltasche. Eine halbe Stunde später im Flugzeug. Sie schon wieder. Was ist denn los? Die Signorina weigert sich, die Jalousie zu öffnen. Ich möchte aber die Wolken sehen. Und sich dabei über mich beugen und mir in den Ausschnitt glotzen. Das ist lächerlich. Ich will nur die Wolken sehen. Mein Fensterplatz, meine Jalousie. Irrtum. Das Fenster gehört nicht zu Ihrem Platz. Und die Wolken nicht zum Unterhaltungsprogramm. Das ist eine ziemliche Frechheit. Zwei Reihen weiter vorn ist ein Platz am Fenster frei. Den kann ich Ihnen anbieten. Ja, okay. In ein paar Minuten bringe ich Ihnen einen Sekt vorbei. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten. Ja, ja. Wir Frauen müssen zusammenhalten, nicht? Hör zu, Kindchen. Ich kenne solche wie dich. Gib mir meinen Armreif zurück. Welchen Armreif? Tu nicht so unschuldig. Den du mir eben am Gate gestohlen hast. Gib ihn mir und wir vergessen das Ganze. Keine Ahnung, was Sie meinen. Nun gut, ganz wie du willst. Ich melde das dem Kapitän. Bei der Landung in Palermo kannst du deine Version deinem Karabinieri erzählen. Entschuldigen Sie, aber ich habe einen Armreif am Gate liegen sehen. Auf dem Boden. Sehen Sie? Kommt schon, das ist Aussage gegen Aussage. Wird Ihnen auch der Kapitän sagen. Übrigens wartet der Typ da vorne auf seinen Sekt. Hey. Warum kümmerst du dich nicht um deinen Scheiß? Tut mir leid wegen deines Koffers. Ich hab's gehört, ich stand hinter dir. Hast du ihn kaputt gemacht? Nicht, dass ich wüsste. Dann braucht's dir auch nicht leid zu tun. Störe ich dich beim Lesen? Der junge Mann deutet auf die Zeitschrift auf Rosas Schoß. Nein. Scheint interessant zu sein. Rosa blickt zum ersten Mal auf das Titelbild. Ein Ratgebermagazin für Männer. Auf dem Titelblatt in dicken Lettern. 10 Tricks, um sie glücklich zu machen. Ich schreibe für die Tipps und Erfahrungsberichte. Jemand muss es ja machen. Aha. Die lag am Eingang. Steckst du alles ein, was nicht angebunden ist? Kümmer dich um deinen Kram. Na klar. Hey, warum fliegst du nach Sizilien? Familienangelegenheiten. Vor dem Flughafengebäude in Palermo, Sizilien. Holt dich jemand ab? Meine Schwester, falls sie es nicht vergessen hat. Alessandro, Canevare. Rosa. Rosa, wir können dich mitnehmen. Wir? Ich werde auch abgeholt. Da drüben, die schwarze Limo. Also? Zoe müsste jeden Moment hier sein. Zoe? Seid ihr Amerikanerin? Hier geboren, in Brooklyn aufgewachsen. Natürlich. Zoe Alcantara. Ihr seid die Verwandten von Florinda Alcantara, oder? Nichten. Sie ist unsere Tante. Alessandro. Fundling. Das ist Rosa Alcantara. Rosa? Ah. Fundling. Hallo. Hallo. Ich nehme schon mal deinen Koffer. Klar. Hat mich gefreut. Ciao. Ciao. Okay.
Also, wir setzen dich am Palazzo deiner Tante ab, wenn du willst. Ist kein Umweg. Nein. Ist nicht nötig, da hinten kommt Zoe. Ah. Gut. Na, dann? Na dann. Ciao. Hier. Das ist für dich. Ein vergoldetes Handy. Dein altes kannst du hier nicht benutzen. Andere Frequenzen als in den Staaten. Und dass du nur ja angemessen beeindruckt bist. Ich habe es nämlich selbst für dich ausgesucht. Und so stilsicher. Danke, Zoe. Lieb von dir. Da ist noch was drin. Ein Personalausweis? Und ein Führerschein? Gelten meine US-Dokumente hier auch nicht mehr? Guck auf das Geburtsdatum. Oh. Und schon ist man ein ganzes Jahr älter. Happy Birthday. Damit bist du volljährig. Das haben ja alle. Ist nichts Besonderes. Autofahren kannst du doch, oder? Ich kann auch Autos klauen. Das überlassen wir mal lieber anderen. Hier steigen wir um. Wie wär's, wenn du Mom eine SMS schickst, dass du gut angekommen bist? Später. Vielleicht. Ich nehme deine Tasche. Okay. Na komm. Die geben sich aber keine große Mühe hier. Was meinst du? Der Wagen, der uns gefolgt ist. Da unten am Hügel. Die beiden sind ausgestiegen und beobachten uns. Irgendeine neue Strategie der Staatsanwaltschaft. Die Mafia soll wissen, dass sie beobachtet wird. Rund um Palermo und Catania ist es besonders schlimm. Anderswo sind sie nicht ganz so dreist. Es ist wie ein Spiel. Eigentlich wissen sie genau, wohin wir unterwegs sind. Willkommen auf Sizilien! Willkommen auf Sizilien! Vor dem Palazzo Alcantara. Ein barockes Anwesen auf dem Land, umringt von Dutzenden Kastanien. Wir haben uns sehr auf dich gefreut, Rosa. Tante Florinda. Und das Tante kannst du weglassen. Das macht so alt. Okay. Ich fange jetzt mal mit den Vorbereitungen für das Abendessen an. Zoe zeigt dir dein Zimmer und führt dich rum. Na los, komm mit. Ich dachte, hier gibt's Angestellte. Nicht viele. Florinda mag keine Fremden im Haus. Das war bei den Alcantaras offenbar schon immer so. Auch bei unseren Großeltern und Urgroßeltern. Vormittags kommen ein paar Frauen aus Piazza Armerina hinter dem Berg zum Saubermachen, aber keine von denen lebt hier im Haus. Zwei Gärtner sind für ein paar Stunden am Nachmittag da, Vogelnester einsammeln. Vogelnester einsammeln? Florinda stört das Gezwitscher. Die Gärtner sind angewiesen, alle Nester aus den Bäumen zu holen. Dann werden sie verbrannt, im Brunnenbecken. Jeder mag singende Vögel. Sie nicht. Glaub's mir. Da sind wir. Ha, ein Himmelbett. Und sogar ein Schminktisch. Den brauche ich ja auch dringend. Durch die Tür da drüben geht's ins Ankleidezimmer. Oh. Na, dann will ich mal einräumen. Fertig. Wir können weiter. Typisch. Sehr ordentlich. Von Mom gelernt. Hey, sie hatte es nicht leicht. Zoe? Hm? Zeigst du mir Dads Grab? Davide Alcantara. Kein Geburts- und kein Todestag. Brauchen wir die? Ich habe ihn gar nicht gekannt. Nicht so wie du. Er war in Ordnung, glaube ich. Warum hat er dann Mom geheiratet? Sie ist nicht so schlimm, wie du denkst. Du warst nicht dabei. Nein, war ich nicht. Tut mir leid. Komm. Und hinter den Kastanien ist ein Pinienwald. Der geht rauf bis zum Bergkamm. Und auf der anderen Seite des Palazzo, unterhalb der Terrasse, sind nichts als Olivenbäume. Ein paar Kilometer an der Auffahrt entlang bis runter zur Straße. Rosa? Ja. Alles in Ordnung? Ja, ich bin nur scheißmüde. Dann gehen wir wieder hoch. Du legst dich hin. Ah, lass mal.
Ich habe irren Hunger. Wenn ich mich jetzt hinlege, verschlafe ich Florindas Abendessen. Sie will übrigens, dass wir sie morgen begleiten. Wohin? So eine offizielle Sache, familienpolitisch gesehen. Eine Bank ausrauben? Ich habe doch gesagt, damit haben wir nichts zu tun. Wir kassieren nur Abgaben von denen, die in unserem Gebiet die Verbrechen begehen. Richtig? Viele Geschäfte sind mittlerweile, naja, sagen wir, halblegal. Weißt du, womit Florinda Jahr für Jahr ein kleines Vermögen verdient? Mit Windrädern. Überall lässt sie durch eine ihrer Firmen Windräder bauen, streicht Millionen an Fördergeldern aus Rom und Palermo ein und produziert nicht ein einziges Watt Strom. Die meisten drehen sich nicht mal im größten Sturm. Gehen wir also morgen Windräder gucken? Nein. Morgen, das ist eine Beerdigung. Alle müssen hin. Jede Familie schickt ihre Vertreter. Einer der großen Carpi ist gestorben. Der Respekt verlangt, dass ihm alle die letzte Ehre erweisen. Auch seine Feinde. Ehrenkodex. Bla bla bla. Seine Feinde? Sind wir das? Unsere Familien sind sich seit jeher Spinnefeind. Aber keine Angst. Es gibt eine Art Waffenstillstand, den niemand zu brechen wagt. Auch nicht die Carnevares. Carnevare? Carnevare, ja. Sie beerdigen morgen ihr Oberhaupt. Baron Massimo Carnevare. Ach, shit. Rosa? Ich hab Hunger und muss ins Bett. Lass uns gehen. Der nächste Morgen. Die Uhr neben ihrem Himmelbett zeigt 10.43 Uhr. Rosa steht auf, zieht sich an und geht nach unten in die Wohnräume. Niemand ist zu sehen. Rosa betritt einen Saal mit dunkler Holzvertäfelung. Darin ein Schreibtisch, darauf ein Computer. Florindas Arbeitszimmer. Rosa setzt sich vor den Monitor und geht ins Internet. Baron Massimo Carnevare. Zahllose Einträge. Die meisten Firmennamen. Bauunternehmen. Import von Landwirtschaftsmaschinen. Sogar eine Stiftung für benachteiligte Kinder. Dann Pressemeldungen über Gerichtsverhandlungen. Finanzskandale beim Bau von Regierungsgebäuden. Angebliche Kontakte zu nordafrikanischen Drogenbaronen. Alessandro Carnevare. Vor einem Jahr Mitglied der Leichtathletikmannschaft der amerikanischen Privatschule blablabla im Hudson Valley. Teilnahme an einem Nachwuchsforum für angehende Wirtschaftsjuristen. Ein Bericht über eine Spendengala in Mailand. Ein Foto. Nun lad schon. Na also. Baron Massimo Carnevare mit seinem Sohn Alessandro. Rosa blickt aus dem Fenster auf den Pinienhain. Ein Pfad führt zwischen den Bäumen bergauf. Irgendetwas bewegt sich dort. In einer der Pinien rumort es. Ihre Zweige zittern, obwohl es windstill ist. Rosa kneift die Augen zusammen, doch die Stelle ist zu weit entfernt. Plötzlich springt etwas direkt auf den Pfad. Ein Tiger. Rosa erstarrt. Er blickt zu ihr herüber, seine Augen fixieren sie. Rosa steht da mit offenem Mund. Eine Hand legt sich auf ihre Schulter. Ah! Mann, Rosa! Ich hab dich überall gesucht. Was tust du hier? Ich hab wohl geträumt, glaube ich. Ja, das glaube ich auch. Sag mal, du willst doch nicht in dem T-Shirt zur Beerdigung, oder? Zahlreiche schwarze Limousinen stehen auf einer schmalen Bergstraße. Rosa, Zoe und Florinda betreten mit anderen den Friedhof von Genoardo. Was ist das? Zwischen Zypressen und Monumenten ist eine schwarz gekleidete Frau zu sehen. Sie schlägt mit einem Vorschlaghammer auf einen der Grabsteine ein. Seht euch das an. Geht einfach weiter. Ich kenne diese Frau.
Warum tut sie das? Ihr Sohn war ein Pentito, ein Überläufer, der als Kronzeuge gegen die Familien ausgesagt hat. Er hat nicht auf das gehört, was ihm die Richter geraten haben. Statt unter neuem Namen im Ausland unterzutauchen, ist er zurückgekehrt, um seine Mutter zu besuchen. Sein Clan hat ihn am Hafen von Messina abgefangen. Eine Woche lang wurde seiner Mutter täglich ein Paket zugestellt und in jedem lag ein Körperteil. Jetzt bittet sie um ihr Leben. Indem sie seinen Grabstein zerschlägt, will sie allen beweisen, dass sie sich von ihm losgesagt hat und seinen Verrat an den Familien verurteilt. Aber er hat sein Leben aufs Spiel gesetzt, um sie wiederzusehen. Offenbar ist sie vernünftiger als er. Vor den dreien taucht die prunkvolle Grabkapelle der Carnevares auf. Höher als die übrigen, aus dunklem Stein, zu beiden Seiten des Eingangs gemeißelte Tierfiguren. Rosa, Zoe und Florinda reihen sich in die Schlange der Trauergäste ein. Der Baron war hoch angesehen. Der Junge, der die Beileidsbekundung entgegennimmt, ist sein Sohn, Alessandro Carnevare. Ja, in ein paar Wochen soll er die Nachfolge seines Vaters antreten, falls ihm es dann nicht zustößt. Ach, der Mann da neben ihm ist Cesare Carnevare, der Cousin des verstorbenen Barons und sein langjähriger Consigliere, sein Berater. Er leitet die Geschäfte, bis Alessandro volljährig ist. Aha. Das neben Cesare ist sein Sohn, Tano. Still jetzt! Mein Beileid. Danke. Cesare, mein Beileid. Florinda, schön, dass du gekommen bist. Ich danke dir. Mein Beileid. Danke. Mein Beileid. Danke. Mein Beileid. Danke, mein Kind. Mein Beileid. Danke. Mein Beileid. Danke. Mein Beileid. Du musst Rosa sein. Willkommen zu Hause. Danke. Hey. Tut mir echt leid. Ich hatte gehofft, dass du kommst. Ach ja? Nach der Trauerprozession gibt es da draußen vor dem Friedhof noch ein Buffet. Du bleibst doch noch. Schätze schon. Komm, wir gehen ein Stück. Okay. Zahlreiche Blicke folgen Rosa und Alessandro. Florinda beobachtet sie und auch Cesare sieht zu ihnen herüber. Sie werden sich das Maul über uns zerreißen. Ich hätte dich davor warnen müssen. Lass sie ruhig reden. Das macht dir nichts aus? Sollte es denn? Ich weiß viel zu wenig über all das hier, um mir ernsthaft Gedanken darüber zu machen. Ich kenne keinen von diesen Leuten. Sollen sie über mich denken, was sie wollen? Immerhin weißt du jetzt, warum ich zurückgekommen bin. Und du? Ferien. Deine Schwester lebt seit 2 Jahren hier. Wie lange sollen denn deine Ferien dauern, Ist das ein Versuch, mich auszuhorchen? Reine Neugier. Deshalb wolltest du mit mir sprechen? Eigentlich möchte ich dir etwas geben. Ein Geschenk. Und dann wollte ich dich einladen. Mich einladen? Erst das Geschenk. Mein Vater hat mir das gegeben, bevor er mich ins Internat nach Amerika abgeschoben hat. Ein Buch? Die Fabeln des Aesop. Kennst du Aesop? Klingt wie eine Fluggesellschaft. Nein, es war ein griechischer Sklave, 600 Jahre vor Christus. Er hat Geschichten über Tiere gesammelt. Eigentlich über Menschen und ihre Eigenschaften, meistens die schlechten, die er dann den jeweiligen Tieren zugeschrieben hat. Wie bei Hase und Igel? So ähnlich. Er selbst hat sie nie aufgeschrieben. Das hat irgendwer anders ein paar 100 Jahre später getan. Die Geschichten, die heute als Aesops Fabeln bekannt sind, stammen nur zu einem kleinen Teil wirklich von ihm. Als Kind habe ich sie gern gemocht. Magst du überhaupt Bücher? Ja, klar. Ich hatte nur nie viele. Danke. Gern. Wie gesagt, ich wollte dich einladen. Ich war jahrelang nur die Ferien über auf Sizilien. Im Grunde bin ich also genauso neu hier wie du. Und du glaubst, das macht uns zu Freunden? Morgen fahren wir zu mehreren Leuten rüber zur Isola Luna. Das ist eine Vulkaninsel, die meiner Familie gehört. Tano hat ein paar seiner Freundinnen und Freunde zusammengetrommelt, aber glaub mir, sie sind ganz sicher nicht meine Freunde. Du fragst mich, ob ich mit dir und deinem, entschuldige, mäßig sympathischen Cousin Großcousin und einer Bande Wildfremder ganz sicher nicht meine Freunde auf irgendeine Insel irgendwo vor der Küste fahre? Nicht zu vergessen die protzige Angeberjacht, die uns dorthin bringen wird. Auch so ein Spielzeug meines Vaters.
Und obendrauf gebe ich dir die Garantie, dass sich ein paar aus dem Haufen nach den ersten 10 Minuten gründlich daneben benehmen und früher oder später aufs Deck kotzen. Und deine Tante wird es dir natürlich verbieten. Wie komme ich dahin? Fundling kann dich abholen. Früh am nächsten Morgen, in einer schwarzen Limousine auf der Autobahn nach Nordwesten Richtung Küste. Und? Wie bist du rausgekommen? Hab mich rausgeschlichen. Wie heißt dein Hund eigentlich? Sarkasmo. Hast du dir den Namen einfallen lassen? Er heißt ebenso. Was für eine Rasse ist das? Mischling. Keiner weiß genau, was da alles drin steckt. Du bist also Sarkasmo. Der Mischling. Scheinst dich sehr viel mehr über mich zu freuen als dein Herrchen. Hast du gefrühstückt? Muss nicht sein. Ich hab was dabei, hinter meinem Sitz. Kommt alles frisch aus der Bar in Piazza Armerina, keine Sorge. Ich mach mir keine Sorgen. Warum sollte ich? Lecker. Kann manchmal nicht schaden, sich Sorgen zu machen. Entschuldige. Du auch? Hab schon, danke. Okay. Du hast also keine Angst? Müsste ich? Wir haben alle vor irgendwas Angst. Die meisten zeigen es nicht, aber man kann es spüren. Auf der Beerdigung des Barons konnte man es in ihren Augen sehen. Du warst auch da? Ich hab dich gar nicht gesehen. Ich war nicht am Grab. Ich bin nur der Fahrer. Wovor haben Sie denn Angst? Vor dem hungrigen Mann. Wer ist das? Das erfährst du schon noch. Okay. Du bist nicht neugierig. Nein. Machst du das immer so? Dass du so tust, als ob dich andere nicht interessieren, aber dann versuchst du trotzdem, sie auszuhorchen, indem du einfach irgendwas behauptest? Du hast keine Angst, du bist nicht neugierig. Wir reden beide nicht gerne über uns selbst. Du auch nicht. Was willst du denn hören? Ob es wahr ist, dass du keine Angst hast. Heute nicht mehr. Ich schon. Ich habe oft Angst. Vor diesem hungrigen Mann? Nein. Hast du dich schon mal gefragt, wer in den Löchern in der Menge geht? Löcher in der Menge? Wenn viele Menschen an einem Ort sind, 100 oder 1000 oder noch mehr, bleiben trotzdem immer ein paar Flecken leer. Ganz vorne, da mittendrin, außen am Rand. Man muss darauf achten, dann kann man es sehen. Das sind die Löcher in der Menge. Wenn man genau hinsieht, merkt man, dass sie sich bewegen. Genau wie die Menschen um sie herum. Sie sind unheimlich. Die Löcher. Weil sie in Wahrheit nicht leer sind. Ach. Nein, sind sie nicht. Wir sehen nur nicht, wer da geht. Sie sind immer da, auch anderswo. Unsichtbar um uns herum. Nur die Menge macht sie sichtbar. Wo sie sind, da kann kein Mensch sein. Du machst dich über mich lustig, oder? Was ist das, so eine Art Begrüßungsritual? Mal sehen, wie blöd das Blondchen ist? Hallo, noch jemand zu Hause? Anderthalb Stunden später am Strand der Isola Luna. Rosa und Alessandro blicken von ihren Sonnenliegen aufs Meer hinaus. Tano und seine Clique haben ihr Lager in einiger Entfernung aufgeschlagen. Zwei Mädchen in Bikinis laufen gerade in die Brandung. Du hattest recht. Das ist wirklich die protzigste Angeberjacht, die ich jemals gesehen habe. Und in Brooklyn sieht man eine Menge davon. Manchmal. Im Fernsehen. Mein Vater wusste, wie man Geld ausgibt. Meine Mutter hat die Einrichtung gehasst. All den Marmor und diese afrikanischen Hölzer, für die wahrscheinlich ein halber Dschungel kahlgeschlagen worden ist. Und du? Ich war nur selten an Bord. 2 Mal, bevor er mich in den Staaten ins Internat geschickt hat. Du kannst sie verkaufen, wenn du willst. Sie gehört jetzt dir, oder? Erst an meinem 18. Geburtstag, als ich den erlebe. Du trinkst gar nichts. Danke, kein Alkohol. Ich hol dir was anderes.
Nein, schon okay. Ich arbeite noch an den Nachwirkungen von Fundlings Kaffee. Er hätte dich vorwarnen sollen. Ach was, war nett von ihm, welchen zu besorgen. Er hat dich nicht erschreckt, oder? Ich weiß, wie er sein kann. Manchmal redet er seltsames Zeug. Nein, alles okay. Hat er dir von sich erzählt? Er war eigentlich nicht besonders gesprächig. Meine Mutter hat ihm das Leben gerettet. So? Fundling war damals fast noch ein Kleinkind. Er konnte kaum laufen. Die Männer meines Vaters haben ihn aus einem brennenden Hotel gerettet, in der Nähe von Agrigent. Natürlich waren sie diejenigen, die es überhaupt erst angezündet hatten. Natürlich. Der Hotelier hatte irgendwelche Schulden nicht bezahlt. Eine Menge Leute sind bei dem Feuer ums Leben gekommen. Nur einen kleinen Jungen haben die Männer aus den Flammen gezogen. Das Hotel ist bis auf die Grundmauern abgebrannt. Es gab keine Papiere mehr, nichts, durch das man hätte herausfinden können, zu wem er gehört hat. Alles Asche. Und niemand hat sich gemeldet? Keine Verwandten? Keiner. So wie es aussah, hat ihn niemand vermisst. Hm. Merkwürdig, oder? Eigentlich nicht. Wie meinst du das? Naja, das Ganze ist in der Zeit der großen Familienfäden passiert. Jeder kämpfte irgendwie gegen jeden. Überall wurde aus fahrenden Autos geschossen. Ganze Sippen wurden auf offener Straße niedergemetzelt. Kinder verfeindeter Clans wurden entführt und als Geiseln genommen, um diese oder jene Ansprüche durchzusetzen. Und du glaubst, Fundling war so eine Geisel? Vielleicht sind seine Entführer nur auf der Durchreise in dem Hotel abgestiegen. Mein Vater hat damals angenommen, dass die Familie des Kindes ermordet worden war und der Kleine das nächste Opfer gewesen wäre. Der Anschlag auf das Hotel hat ihm das Leben gerettet. Die Männer brachten ihn zu uns ins Schloss und bevor irgendwer was anderes entscheiden konnte, hat meine Mutter ihn in die Obhut der Dienerschaft gegeben. Sie alle haben Fundling großgezogen. Später hat er den Garagen ausgeholfen. Er wartete die Autos und so ein Zeug. Seit einem halben Jahr macht er auch Botenfahrten. Hm. Wohnt hier eigentlich keiner auf der Insel? Nein, im Moment nicht. Aber meine Familie hat hier ein Haus, ein Stück östlich von hier, weiter oben am Vulkan. Meine Mutter war oft hier. Sie mochte das Haus. Hm. Willst du baden? Auf keinen Fall. Gut, dann machen wir einen Spaziergang über die Insel. Hm? Wie wäre das? Ja, okay. Deinem Vater hätte es nicht gefallen, dass hier eine Alcantara auf der Insel herumschnüffelt. Ja, Tano, vielen Dank, dass du mich daran erinnerst. Gut zu wissen, dass es hier Dinge gibt, die die Alcantaras interessieren könnten. Gehen wir. Nicht zu weit. Wollen mal sehen, wie weit wir gehen, hm? Das war der Lieblingsplatz meiner Mutter. Sie hat oft hier gesessen und gemalt. War sie gut? Ich wünschte, ich hätte nur ein Zehntel von ihrem Talent. Du malst auch? Manchmal, nicht der Rede wert. Nur für mich selbst. Jetzt noch die Stufen da, dann kann man das Haus sehen. Okay. Gaia, der Name der Yacht. War das? Der Name meiner Mutter, ja. Gaia Canevare. Da sind wir. Haus ist ein bisschen untertrieben. Das ist ja eine Riesenvilla. Na, ja. Okay. Warum sind wir wirklich hier? Um herauszufinden, wer meine Mutter getötet hat. Und warum mein Vater es zugelassen hat. Oh. Okay. Wow. Und das alles nutzt niemand mehr? Außer meiner Mutter kam zuletzt kaum noch jemand her. Ab und zu sehen ein paar Angestellte nach dem Rechten. Es gibt eine zweite Anlegestelle im Norden der Insel. Dort können auch größere Schiffe vor Anker gehen, um Fahrzeuge zu verladen und so weiter. Bist du dir sicher, dass du eine Alcantara hier mit reinnehmen darfst? Tano ist das bestimmt nicht recht. Wenn Tano Einwände hat, dann darf er gern kommen und sie in aller Form vorbringen. Warte! Wenn du keine Angst vor Tano hättest, dann wäre ich nicht hier, oder? Ja oder nein genügt? Ja. Es ist wegen dieses Nicht-Angriffspakts, oder? Solange ich bei dir bin,
werden Tano und die anderen dich nicht anrühren. Das Konkordat. Ja. Der Pakt zwischen den Familien. Diese Männer da unten, das sind gar keine Freunde von Tano. Die Männer sind nicht die Killer, die Cesare auf mich angesetzt hat. Nicht? Die Mädchen? Ja. Alle drei? Nur die beiden, die ins Wasser gelaufen sind. Die dritte ist harmlos. Dann bin ich hier sowas wie dein Schutzengel. Hör mal, ich wollte nicht, dass du das Gefühl hast, Scheiße, Alessandro. Komm mir nicht mit irgendwelchem Gefühlskram. Cesare und Tano wollten dich beseitigen, hier und heute. Das war ihr ursprünglicher Plan, oder nicht? Meine Familie ist gespalten. Die eine Hälfte steht auf meiner Seite, die andere auf Cesares. Würde bekannt, dass er mich hat ermorden lassen, würde das endgültig zum Bruch führen. Und vielleicht zum Untergang der Carnivores. Er hat gehofft, es hier zu erledigen, ohne Zeugen. Sodass es zumindest theoretisch als Unfall durchgehen könnte. Aber dir, eine Alcantara, darf er auf gar keinen Fall ein Haar krümmen. Solange du also allen, die mich unterstützen, die Wahrheit erzählen könntest... Bist du in Sicherheit. Egal, was du hier in der Villa aufstöberst. Oder über den Tod deiner Mutter herausfindest. Und denjenigen, der dafür verantwortlich ist. Ja. Okay. War das alles? Nein. Ich mag dich. Das ist die Wahrheit. Gehen wir. Sehen wir zu, dass wir finden, wonach du suchst. Hier ist es. Das war ihr Atelier. Puh. Alles ihre Bilder? Ja. Wie lange war sie hier, sagst du? Ihre ganzen letzten Jahre. Gut getan hat ihr das Alleinsein nicht. Wenn ich mir die Bilder so ansehe. Sie war nicht immer ganz klar im Kopf. Aber sie war nicht völlig verrückt oder sowas. Nur etwas durcheinander. Sie hat Dinge immer niedergeschrieben und gesammelt. Es muss also Aufzeichnungen geben, Tagebücher, irgendwas in der Art. Ich bin ganz sicher. Und wenn es die gibt, dann sind sie hier. Du meinst hier... Auf den Bildern. Ich denke, meine Mutter hat irgendwas über Cesare herausgefunden. Dass er meinen Vater irgendwie hintergangen hat. Sie muss versucht haben, meinen Vater zu warnen. Aber als der ihr nicht zugehört hat, hat sie sich mehr und mehr hierher zurückgezogen. Cesare aber hat sich damit nicht zufrieden gegeben. Er konnte nicht zulassen, dass sie die Wahrheit kannte. Und hat sie töten lassen? Ich denke, er hat es mit eigenen Händen getan. Hier oder anderswo. Aber er hat sie umgebracht. Und wenn meine Mutter irgendwelche Aufzeichnungen, Beweise, was auch immer, vor ihm versteckt hat, dann hier. Hier ist schon mal nichts. Wenn du mir helfen willst, da liegt ein Teppichmesser. Okay. Ich habe auch was. Das war's. Kontoauszüge, Abrechnungen, Fotos. Darauf dein Onkel und andere Männer. Ganz viele von diesen handgeschriebenen Blättern. Aber die Buchstaben sind winzig. Zeig mal. Ja, das ist die Handschrift meiner Mutter, aber sie muss sie unter einer Lupe oder sowas geschrieben haben. Hm? Hast du das gehört? Ja. Das kam aus dem Treppenhaus. Nimm du die Mappen. Ist das Tano?
Das werden wir gleich wissen. Seid ihr gekommen, um mich zu töten? Wer bist du? Iole della Mano. Wer hat dich denn hier angekettet? Einer der Männer, die regelmäßig herkommen. Er schneidet mir auch ab und zu die Haare. Ich glaube nicht, dass er Friseur ist, aber er macht das nicht schlecht, oder? Die Kette ist ziemlich lang. Ich kann mich fast im ganzen Haus bewegen. Ist also nicht so schlimm wie wirklich angekettet, wisst ihr? Wie lange bist du schon hier? Hier auf der Insel über ein halbes Jahr. Vorher haben sie mich anderswo versteckt. Auf abgelegenen Bauernhöfen, irgendwo in den Bergen. Aber da gibt es Wölfe, haben sie gesagt. Insgesamt sind es jetzt 6 Jahre, 2 Monate und 7 Tage. 6 Jahre? Wie alt bist du? 15. Aber ich sehe jünger aus, sagt einer von denen immer. Alessandro? Ich habe nichts davon gewusst. Diese Männer, haben sie dir gesagt, warum sie dich hier festhalten? Sie haben mich damals aus dem Haus meiner Eltern geholt. Sie haben gesagt, alle sind tot. Meine Eltern, meine beiden Brüder, alle meine Onkel und ihre Familien. Alle bis auf meinen Onkel Augusto. Er hat mit einer Richterin zusammengearbeitet. Sie haben gesagt, er habe die Familien verraten. Viele sind verhaftet worden wegen ihm. Auch welche, die für die Canevares gearbeitet haben. Mein Onkel hat einen neuen Namen bekommen und lebt jetzt irgendwo im Ausland. Aber er weiß noch mehr, glauben die Canevares, über sie und ihre Geschäfte. Sie halten mich gefangen, damit er es nicht erzählt. Wenn er das tut, bringen sie mich um, sagen sie. Deshalb verrät er nichts mehr. Mit sie? Damit meinst du Cesare Canevare und seine Leute? Ja, in der ganzen Zeit habe ich Cesare 3-mal gesehen. Einmal ganz am Anfang, dann nochmal in den Bergen. Und zuletzt vor ein paar Monaten. Da war er hier und hat was gesucht. Weißt du, was das war? Nein, aber am Ende hat er einen Tresor entdeckt, hinter einem der Bilder im Erdbeerzimmer. So habe ich es genannt, weil da ein Bild mit einem großen roten Fleck hängt, der wie eine Erdbeere aussieht. Ich habe allen Zimmern Namen gegeben, auch den Tieren vor den Fenstern. Was für Tiere? Was war in dem Tresor? Da waren Papiere und Fotos. Cesare sah ziemlich zufrieden aus. Verdammt. Das war wertloses Zeug. Deine Mutter hat sie ja nicht mal versteckt. Ich meine, in einem Tresor. Ich glaube, sie wollte, dass er etwas findet. Damit er nicht weitersucht und auf die wichtigen Unterlagen stößt. Die Mappen aus den Bildern, die für dich bestimmt waren. Schon möglich. Du hast doch, was du gewollt hast. Jetzt müssen wir uns um sie kümmern. Das ist ein schönes Haus. Und tagsüber ist es immer hell hier drin. Nur nachts, wenn die... Ich kümmere mich darum. Tano wird über Iole Bescheid wissen. Bei ihm fange ich an. Rosa, du bleibst bei ihr. Alessandro! Pass auf die Mappen auf, ja? Nur bis ich die Sache erledigt habe. Alessandro! Lauf ihm ruhig nach. Ist gar nicht so schlimm hier. Mach dir keine Sorgen um mich. Ja. Wir kommen dich bald holen, okay? Okay. Ich verspreche es dir. Wir holen dich so schnell wie möglich hier raus. Als ich unten am Strand ankam, habe ich gesehen, wie Alessandro und Tano sich prügelten. Die anderen standen nur rum. Irgendwas wurde gerufen, konnte ich aber nicht verstehen, denn dann landete ja schon der Hubschrauber. Und warum haben sich die beiden geprügelt? Und warum warst du überhaupt allein auf dieser Insel unterwegs? Ich war spazieren. Keine Ahnung, warum die sich geschlagen haben. Ich möchte wissen, woher Florinda wusste, wo ich war. Ach, wahrscheinlich hat da einer von den Canevares... So peinlich, wie eine 6-Jährige, die vom Kindergeburtstag abgeholt wird. Na klar, mit Hubschrauber. Florinda ist ziemlich sauer. Den ganzen Rückflug hat sie kein Wort gesprochen. Hat sie was zu dir gesagt? Nur, dass du einen Ausflug gemacht hast. Und ich soll mit dir reden. Über die Canevares. Na ja, klar. Du magst ihn, hm? Alessandro? Ich kenne ihn gar nicht. Genau das ist das Problem. Die Canevares sind nicht wie wir. Oh, lieber Gott, die Predigt kommt. Ihre Familie und unsere... Jetzt kommen wir nicht mit diesem Romeo und Julia-Scheiß. Er hat mich eingeladen, ich bin mitgefahren, das ist alles. Wir haben nicht darüber gesprochen, 5 Kinder zu zeugen und den Umsturz der Cosa Nostra voranzutreiben. Nimm das nicht so leicht. Wir wollten am Strand sitzen, mehr nicht. Du hast ja keine Ahnung, wer diese Leute sind.
und zu was sie fähig sind. Zoe, lass gut sein. Oben in den Bergen haben sie einen riesigen Stausee gebaut, aber kein Mensch braucht da oben einen See. Es ging ihnen nur um den Bauauftrag. Und? Wir bauen Windräder, die keinen Strom erzeugen. Sie eben Staumauern. Die Canevares haben alle Hebel in Gang gesetzt, um dieses Bauprojekt an Land zu ziehen. Über Berge von gefälschten Gutachten, Expertisen und Vermessungsplänen. Bis zu einer Menge Schmiergeld, bis in die höchsten politischen Ebenen in Rom und Brüssel. Aber was sie hineingesteckt haben, haben sie hundertfach wieder herausgeholt. Europäische Fördergelder, staatliche Finanzierung und natürlich die Arbeitslöhne für eine Armee von Ingenieuren, Bauarbeitern und so weiter. Klingt für mich nicht anders als das, was Florinda mit ihren Windrädern macht. Nur, dass die Carnevares clever genug sind, es in größerem Stil zu betreiben. Wind bringt niemanden um. Wasser schon. Was meinst du? Tief unten in dem See liegt ein ganzes Dorf. Juliana. Die Bewohner haben sich geweigert, ihre Häuser aufzugeben und wegzuziehen. Trotzdem wurden sie in einer Nacht- und Nebelaktion angeblich umgesiedelt. Man hat ihnen eine neue Ortschaft in Kalabrien zugewiesen, auf der anderen Seite der Straße von Messina. Du meinst, die Carnevares haben sie umgebracht? Sie alle im See ertränkt? Du weißt schon, wie das klingt, oder? Hast du gewusst, dass die Carnevares sowas wie die Totengräber der Cosa Nostra sind? Wenn einer der anderen Familien jemanden verschwinden lassen möchte, dann sind sie diejenigen, die man um Hilfe bittet. Straßen, die Rollbahn der Flughäfen, sogar Verwaltungsgebäude in Catania und Palermo. Cesare Canevares Leute füllen ihre Fundamente nicht nur mit Beton. Warum erzählst du mir das alles? Weil Alessandro Canevares... Weil Florinda es dir gesagt hat. Hat sie sich diese Geschichte einfallen lassen? Sie ist wahr, Rosa. Ja. Vielleicht ist sie das sogar. Aber anderswo sind andere Verbrechen geschehen, die wir zu verantworten haben. Unsere Familie. Unser Vater wahrscheinlich. Was erwartet Florinda? Dass wir uns in anständige Jungs aus gesetzestreuen, angesehenen Familien aus Turin oder Mailand verlieben? Oder dass wir ein Leben lang allein bleiben wie sie? Pass einfach auf, was du tust. Ich bin nicht naiv, Zoe. Nein, das bist du nicht. Aber du weißt einfach noch zu wenig. Am gleichen Tag spätabends. Rosa versucht zum wiederholten Mal, Alessandro zu erreichen. The number you've called is temporarily not available. Please try again later. Scheiße. Hoffentlich ist ihm nichts passiert. Rosa wirft das goldene Handy aufs Kopfkissen, steht auf und geht zum Fenster. Darunter liegt das riesige Gewächshaus des Anwesens. Seine Scheiben sind von innen beschlagen. An der hinteren Ecke des Glashauses erkennt Rosa ihre Schwester. Zoe geht über die Wiese und verschwindet unter den Bäumen am Berghang. Mhm. Rosa folgt ihrer Schwester. Hinter den Kastanien entdeckt sie einen schmalen Trampelpfad, der durch die Pinienwälder den Berg hinaufführt. Plötzlich lichtet sich der Wald. Rosa steht vor einer Felskante. Der Pfad macht eine scharfe Biegung und führt am Abgrund entlang. Nach mehreren hundert Metern entdeckt Rosa in einiger Entfernung die Ruine eines Bauernhauses. Schwacher Lichtschein dringt aus dem Inneren. Rosa beobachtet, wie Zoe zur Tür geht und anklopft. Ein Mann erscheint im Türrahmen. Die beiden reden kurz, dann drückt der Mann Zoe etwas in die Hand und kehrt zurück ins Haus. Zoe geht den Pfad heimwärts. Sie kommt auf Rosa zu. Rosa sieht sich um. Der Pfad entlang der Felskante liegt verlassen vor ihr. Zoe ist nicht mehr zu sehen.
Rosa folgt vorsichtig der Biegung des Pfades und taucht in den Pinienwald ein. Keine Spur von ihrer Schwester. Sie bleibt wie angewurzelt stehen. In der Finsternis zwischen den Bäumen taucht ein gelb-schwarzer Schemen auf und jagt heran. Er wird schneller. 10 Meter vor ihr springt er auf den Pfad und fletscht die Zähne. Rosa steht da wie versteinert und starrt den Tiger an. Bedrohlich macht er einen Schritt auf sie zu. Rosa bekommt eine Gänsehaut. Kälte überzieht ihren Körper. Feine Härchen stellen sich auf, um sich im nächsten Moment eng anzulegen. Der Tiger macht einen weiteren Schritt auf sie zu. Ihre Haare ziehen sich zurück, verschmelzen mit ihrer Haut. Ein Teil von ihr verändert sich, erst in ihrem Inneren, dann auch äußerlich. Sie beginnt zu zittern, will etwas sagen oder schreien, öffnet den Mund. Sie sieht, wie hinter dem Tiger der Pfad scheinbar zum Leben erwacht. Der Boden bewegt sich, ein dunkles Band richtet sich auf. Der Tiger setzt zum Sprung an. Eine riesige Schlange wickelt sich um den Tiger, presst seinen Brustkorb zusammen. Rosas Lippen sind blau, ihr Unterkiefer zittert. Sie sieht noch, wie die beiden miteinander kämpfen. Schließlich flackern ihre Augenlider, ihre Hände greifen ins Leere. Rosa? Zoe? Wo? Du siehst furchtbar aus. Was weißt du noch von gestern Abend? Ich kann mich an überhaupt nichts erinnern. Ich war draußen, spazieren. Irgendwas hat mich angegriffen. Ein wilder Hund wahrscheinlich. Oder ein ganzes Rudel. Mehr weiß ich nicht. Totaler Filmriss. Kurze Zeit später hat Florinda dich am Waldrand gefunden. Du warst völlig weggetreten. Sie hat dich ins Bett gebracht, nach mir gesehen, mich nicht gefunden und dann die Wachleute ausschwärmen lassen. Die haben mich gefunden. Du warst wohl auch spazieren, hä? Wahrscheinlich lässt man das mit dem Spazierengehen in dieser Gegend besser bleiben. Wahrscheinlich. Geht's dir wieder besser? Ja, alles okay. Und du? Nur ein paar blaue Flecke, nichts Ernstes. Gut. Da ist noch was. Er ist hier gewesen. Wer? Alessandro Canevare. Hier im Haus? Im Haus wäre übertrieben. Vor der Tür. Wie ist er an den Wächtern vorbeigekommen? Er hat unten an der Sprechanlage um Erlaubnis gebeten. Und Florinda hat ihn reingelassen? Sie hat ihn sogar ausdrücklich eingeladen, behauptet sie. Um ihm Auge in Auge zu sagen, dass sie das Konkordat brechen wird, wenn er seine schmutzigen Finger nicht von ihrer dummen, naiven, undankbaren Nichte lässt. Ihre Worte, nicht meine. Das war, als wir draußen im Wald waren. Ja. Was wollte er? Fuck Zoe, nun lass dir doch nicht jedes Wort aus der Nase ziehen. Was wohl? Mit dir sprechen. Du musst mir helfen. Ich brauche deinen Wagen. Du willst zu ihm? Bitte. Der Schlüssel steckt. Rosa lenkt Zoes Porsche Cabrio durch den Tortunnel einer mittelalterlichen Burg, Castello Carnevare. Der weitläufige Innenhof zwischen Zinnen und Türmen ist mit Palmen, Orchideen und Kletterrosen bewachsen. Männer mit Maschinenpistolen bewachen die Eingänge. Ehe Rosa den Wagen abstellen kann, kommt Alessandro bereits auf sie zugelaufen und springt über die geschlossene Tür ins Wageninnere. Hauen wir ab. Okay. Na sag's schon, ich hätte nicht herkommen dürfen. Du hättest nicht herkommen dürfen. Aber ich bin froh, dass du es trotzdem getan hast. Habt ihr euer Tor immer offen stehen? Naja, durch die Lage auf dem Berg sieht man schon von Weitem, wenn jemand näher kommt. Oh, dann danke. Schaust du den ganzen Tag aus dem Fenster? Schau du lieber auf die Straße. Ups. Ich hab dir die Mappen deiner Mutter mitgebracht. Liegen hinter dir. Danke. Deshalb bist du doch gestern zu uns gekommen, oder? Vor allem wollte ich zu dir. Ja, sicher. Wo warst du denn? Sag mir lieber, was mit Iole passiert ist.
Ich habe mit Cesar über sie gesprochen. Er wird sich darum kümmern. Um sie kümmern? Das ist alles? Offiziell muss er tun, was ich sage. Bei unserem Gespräch waren genug andere dabei. Er kann es sich nicht leisten, meinen Befehl zu missachten. Deinen Befehl? Er wollte dich umbringen, schon vergessen? Ja, das ist kompliziert. Red nicht mit mir, als wäre ich zu dumm, es zu verstehen. Der Clan ist gespalten. Die einen unterstützen Cesare, die anderen mich. Und keine der beiden Gruppen kann riskieren, die andere vor den Kopf zu stoßen. Weil das allmächtige Mafia-Imperium der Carnivaris dann auseinanderbrechen würde? Im besten Fall. Im schlimmsten würde vielleicht der eine oder andere beschließen, den Schutz, den ihnen früher mein Vater gewährt hat, bei der Staatsanwaltschaft zu suchen. Also können weder Cesare noch du offen gegen den anderen vorgehen. Und weil du in ein paar Monaten dein Erbe antreten wirst, wahrt Cesare nach außen hin den Schein und gehorcht dir. Jedenfalls, was die unwichtigen Dinge angeht. Dieses Mädchen ist seit 6 Jahren eingesperrt. Iole ist nicht wichtig für ihn. Und er wird mir gehorchen. Du traust mir nicht. Natürlich nicht. Weil ich dich mit auf die Insel genommen habe? Weil du mir nicht die Wahrheit gesagt hast. Darüber, warum du das gemacht hast. Wärst du denn mitgekommen, wenn ich es dir gesagt hätte? Vielleicht. Ja, wäre ich. Biegst du da vorne nach rechts ab? Und dann? Zeig ich dir was. Was ist das hier? Das Ende der Welt. Eigentlich das Ende einer Autobahn, die nie fertiggestellt wurde. Rosa und Alessandro gehen auf das Ende des Asphalts zu. Dahinter liegt eine breite Felsenschlucht, ein tiefer Abgrund, 100 Meter oder mehr. In den schroffen Wänden entdeckt Rosa unzählige Öffnungen. Das sind Gräber. Sie sind um die 3000 Jahre alt. Die Sikula haben sie angelegt, eines der Urvölker Siziliens. Deine Familie hat diese Straße gebaut? Ja. Die Brücke zur anderen Seite war das letzte Stück, das fertiggestellt wurde. Aber nachdem die Regierung wechselte, wurde nicht nur die Straße nie eröffnet, sondern auch die Brücke musste wieder verschwinden. Die Firma meines Vaters bekam den Auftrag, wieder abzureißen, was sie gerade erst gebaut hatten. Warum erzählst du mir das? Hat keinen tieferen Sinn. Ich komme einfach gerne her ans Ende der Welt. Die Aussicht. Es ist schön hier. Ja. Vor einem Jahr habe ich meinen Sohn getötet. Wie hieß er? Du bist der Erste, der das fragt. Abgetriebene Kinder haben offiziell keine Namen. Er hieß Nathaniel. Ziemlich ungewöhnlich. Ich wollte ihm etwas Besonderes geben. Damit ihn etwas unterscheidet von den anderen, die da bleiben müssen. In der Klinik. Sie haben gesagt, es sei meine Entscheidung. Sie haben gesagt, du musst wissen, was du tust. Aber ich wusste gar nichts. Ich hatte Angst, dass sich niemand mit mir freut, wenn das Kind da ist. Ich dachte, mit ihm bin ich erst recht allein. Aber nicht andere Menschen bestimmen, ob man sich allein fühlt, sondern nur man selbst. Damals wusste ich das noch nicht. Darum ist Nathaniel jetzt tot. Das mit dem Namen hat mir geholfen. Weil er so zu einem Menschen geworden ist. Und Menschen können einem einen Fehler verzeihen. Ganz egal, wie schlimm er ist. Sie können einem vergeben. Und der Vater? Keine Ahnung. Ich war auf einer Party. Jemand hat mir was in meinen Cocktail getan, mehr weiß ich nicht. Ganz schön unspektakulär, hm? Jemand hat dich... vergewaltigt? Ja. Und nicht einer. Mehrere. Spermaspuren haben sie aber nur von einem entdeckt. Irgendwer hat mich auf dem Bürgersteig gefunden und den Krankenwagen gerufen. Ich erinnere mich an nichts mehr. Als ich wach wurde, lag ich in einem Bett und alles war sauber und steril und meine Mutter hielt... Meine Mutter wollte, dass ich das Kind abtreibe. Die Ärztinnen haben dasselbe gesagt und die Psychologin. Es ist natürlich deine Entscheidung, haben sie gesagt. Und das große Aber dahinter stand ihnen ins Gesicht geschrieben.
Nur hat das keiner ausgesprochen. Die Einzige, die mir was anderes vorgeschlagen hat, war Zoe. Am besten, du kommst her und lässt es auf dich zukommen. Sie war damals schon seit einem Jahr auf Sizilien. Kein Mensch lässt sowas einfach auf sich zukommen. Das ist eben Zoe. Sie hätte es so gemacht. Aber ich bin eben nicht sie. Ich habe was anderes getan. Und es war das Falsche. Finde ich nicht. Was soll daran falsch sein? Wenn ich mir unsere Familien ansehe, sollte vielleicht keiner von uns Kinder in die Welt setzen. Themenwechsel. Iole? Wir erledigen das selbst, okay? Nur du und ich. Wir holen sie da weg. Jetzt gleich? Jetzt gleich. Die Yacht der Carnevaris bringt die beiden zur Isola Luna. Sie liegt an der Nordseite an, wo ein breiter Betonsteg an Land führt. Mittlerweile ist es dunkel. Rosa und Alessandro gehen auf eines der Gebäude an der Anlegestelle zu. Nirgends brennt Licht. Hier, die Taschenlampe ist für dich. Danke. Da, die Tür ist offen. Ja, aber das ist alles verlassen. Im Zweiten Weltkrieg war das eine Geschützstellung gegen die Deutschen. Meine Mutter wollte immer, dass mein Vater den Betonkasten abreißen lässt. Aber er meinte, als Unterstand für Maschinen und Fahrzeuge sei er gut zu gebrauchen. Ihr habt einen eigenen Bunker. Sturmsicher ist er jedenfalls. Die Straße da vorn führt hinauf zur Villa. Hör mal, du musst so nah wie möglich bei mir bleiben. Versuche auf gar keinen Fall, auf eigene Faust herumzulaufen, okay? Ich dachte, auf der Insel ist niemand außer Iole. So sollte es eigentlich sein. Trotzdem. Du glaubst auch, dass Cesare sie töten wird, oder? Deshalb warst du sofort bereit, herzufahren. Ja, wahrscheinlich war es ein Fehler, mit Cesare darüber zu reden. Ich hätte es besser wissen müssen. Ich kenne ihn und ich weiß, auf welche Weise er Probleme beseitigt. Ich kann nur hoffen, dass er sich im Moment über andere Dinge den Kopf zerbricht und wir noch rechtzeitig kommen. Gehen wir. Iole! Hat er funktioniert, als wir das letzte Mal hier waren? Da hat draußen die Sonne geschienen. Hm. Iole? Wir sind's. Vielleicht versteckt sie sich. Sie war angekettet. Wie schwierig kann es da sein, sie zu finden? Wir hätten sie nicht hier zurücklassen dürfen. Rosa, guck dir das an. Ihr Zimmer? Sieht ganz so aus. Da, an der Wand. Ihre Kette mit der Fußschelle. Sie ist weg. Oder... Springt Tanne um. Das hilft Iole nicht weiter. Dieser Scheißkerl. Wenn Cesare ihn geschickt hat... Hm? Was ist? Komm mit! Wohin? Hier, in die Küche. Was ist denn? Nimm das Messer. Warum? Was ist hier los? Sie schleichen schon eine Weile ums Haus. Wer? Tiere. Raubkatzen. Was ist hier los, Alessandro? Ich hatte gehofft, deine Tante würde es dir erklären. Oder deine Schwester. Was erklären? Ich erzähl dir alles. Aber erst müssen wir hier weg. Da raus? Warte. Das war eine der Glastüren zur Terrasse. Shit. Da ist noch irgendwer auf der Insel. Jemand, der die Tiere tagsüber einsperrt und nachts frei umherstreifen lässt. Was für Tiere denn? Er hat sie gerade ins Haus gelassen. Was ist das hier? Sowas wie der Privatzoo deiner Familie? Wer auch immer für sie sorgt, er gehört zu Cesares Leuten. Wahrscheinlich hat er ihn angerufen und ihm erzählt, dass wir hier sind. Und Cesare hat ihm befohlen, uns irgendwelche Biester auf den Hals zu hetzen? Hast du dein Handy dabei? Nein. Dann wird diesmal kein Hubschrauber auftauchen, der dich hier rausholt. Gehen wir nach oben. Du glaubst, deshalb wussten sie, dass ich bei euch war? Ich wette, es war ein Geschenk, oder? Gleich nach deiner Ankunft. Da ist ein Sender in dem Scheißding. Natürlich. Das ist innerhalb der Familie nichts Ungewöhnliches. Zum Fenster!
Kannst du da runterspringen? Das sind keine 3 Meter. Ich kann als Erster springen und versuchen, dich aufzufangen. Vergiss es. Alles in Ordnung. Lass uns hier abbauen. Ja. Am Haus entlang nach vorne. Tut mir leid, dass ich dich hergebracht habe. Ich wollte herkommen. Da drüben ist das Gittertor. Okay. Das ist der schnellste Weg. Du musst der Straße folgen runter zur Anlegestelle. Lauf vor und schau nicht zurück. Und du? Ich komme nach. Aber warum? Bitte. Und wenn dich diese Viecher umbringen? Werden sie nicht. Vertrau mir. Schnell! Runter zum Ufer! Lauf einfach weiter! Rosa hält an. Sie sieht sich um. Alessandro! Sie kneift die Augen zusammen, starrt durch den Regen. Auf der Straße hinter ihr entdeckt sie zerfetzte Kleidungsstücke. Sie dreht den Kopf zur Seite. Auf einem Felsbuckel am Straßenrand steht ein ausgewachsener Löwe, keine 3 Meter entfernt. Er mustert sie, öffnet das Maul. Als er zum Sprung ansetzt, stürzt etwas Schwarzes aus der Nacht auf ihn zu. Rosa wirft sich herum und rennt so schnell sie kann. Sie sieht über die Schulter zurück. Im Licht der Blitze erkennt sie eine zweite Raubkatze. Sie schlägt dem Löwen Krallen und Fangzähne ins Fleisch. Ein pechschwarzer Panther. Die Lichter der Yacht glühen durch die Regenschwaden. Rosa ist fast am Betonsteg angekommen, als sie darauf etwas kauern sieht. Die Raubkatze erwartet sie, schneidet ihr den Weg zum Boot ab. Sie rennt auf die offene Tür der alten Geschützstellung zu. Hinein in den Bunker. Neonlicht empfängt sie. Und ein beißender Gestank. Stroh bedeckt den Boden. Ein kurzer Tunnel, dann ein Raum. In den Wänden viele Gittertüren. Sie führen in kleinere Räume. Alle leer. Der Bunker dient den Raubkatzen augenscheinlich als Zwinger. Eines der Tiere ist noch im Gebäude. Rosa blickt sich hektisch um, findet keinen Ausweg. Das Brüllen kommt aus der Richtung des Ausgangs. Kurz entschlossen springt sie in einen der leeren Zwinger. Eine weiße Löwin gleitet aus dem Dunkel heran. Sie starrt Rosa an, hebt ihre Pranke. Rosa stolpert rückwärts, fällt auf schmutziges Stroh. Härchen auf Rosas Handrücken heben und legen sich. Die Kälte kehrt zurück. Dieselbe Kälte wie in der Nacht im Pinienwald. Verschwommen sieht sie, wie die weiße Löwin mit der Pranke gegen die Gittertür schlägt. Rosas Augen zucken. Ihre Pupillen verengen sich zu senkrechten Linien. Hinter der Löwin schleicht ein dunkler Umriss in den Raum. Dann wird alles schwarz. Eine Stunde später. Rosa kauert in einen zu großen Bademantel gehüllt im Salon auf dem Oberdeck der Gaia. Sie ist gerade erst zu sich gekommen. Alessandro sitzt ihr in eine Decke gehüllt gegenüber. Du weißt wirklich nichts darüber, oder? Erklär's mir. Das Buch. Die Fabeln des Aesop. Ich hab's dir gegeben, weil ich wissen wollte, wie du darauf reagierst. Um herauszufinden, was sie dir erzählt haben. In den Fabeln geht es um Tiere mit den Charaktereigenschaften von Menschen. Und wir alle, deine Familie, meine Familie, viele von den anderen, wir sind etwas ganz Ähnliches. Oder das genaue Gegenteil, je nachdem, wie man sieht. Menschen, die sich in Tiere verwandeln.
Hast du jemals von den arkadischen Dynastien gehört? Mm-mm. In den Mythen der Griechen taucht immer wieder ein Land auf, das den Namen Arkadien trägt. In der Antike soll es ein griechisches Inselreich im Mittelmeer gewesen sein. Im Laufe der Jahrtausende hat es auch noch ein paar andere Namen gehabt. Und das haben sie euch auf Hogwarts beigebracht? Atlantis ist einer davon. In den ältesten Legenden der Griechen waren es immer nur die Götter, die die Gestalt von Tieren annehmen konnten. Niemals die Menschen. Aber das hat sich geändert, als der Göttervater Zeus eines Tages dem Reich Arkadien einen Besuch abgestattet hat. Dort herrschte ein König namens Lykaon und er war vor allen Dingen ein Verbrecher. Wie wir. Er war ein Mörder und ein Kannibale. Als Zeus an seiner Tafel saß, ließ der König große Fleischspieße auftischen. Zeus kostete davon und erkannte sofort, was er da vor sich hatte. Vor Wut und Abscheu verfluchte er ganz Arkadien, vor allem aber seinen Herrscher. Er verwandelte Lykaon in einen Wolf, damit jeder gleich erkennen sollte, was für eine Bestie er war und wovon er sich ernährte. Lykaon wurde zum ersten Tiermenschen. Er war beides, Mann und Wolf. Zeus Fluch breitete sich über ganz Arkadien aus und als die Insel später im Meer versank, wurden die wenigen Überlebenden in alle Himmelsrichtungen verstreut. Sie siedelten sich in Europa und Afrika und Asien an und viele von ihnen stiegen in den neuen Provinzen zu geachteten Persönlichkeiten auf. Die Arkadier wurden in kurzer Zeit sehr mächtig. Ihre Familien brachten mehr und mehr Ländereien an sich. Sie stellten die Gouverneure oder nahmen Einfluss auf deren Entscheidungen. So auch hier auf Sizilien. Das war vor rund 2500 Jahren und bis heute hat sich nichts daran geändert. Und all die Zeit über wurden sie bei Vollmond zu Löwen und Tigern? Mit dem Vollmond hat das nichts zu tun. Wir können es steuern. Jedenfalls mit ein bisschen Übung. Aber manchmal sorgen auch starke Gefühlsausbrüche dafür, dass wir uns verwandeln. Wut und Hass oder sogar, naja, Liebe können dazu führen, dass wir die Kontrolle verlieren. Und dann passiert es einfach. Du willst mir sagen, als ich vorhin ohnmächtig geworden bin, das war, weil ich dabei war, mich in ein Tier zu verwandeln? In eine Schlange. Schlange? Ja. Bei dem, was ich im letzten Jahr mitgemacht habe, meinst du nicht, ich hätte da den ein oder anderen starken Gefühlsausbruch erlebt? Das hätte ja schon lange passieren müssen. Es geschieht erst, wenn unsere Körper bereit dazu sind. Meistens tritt es um die Volljährigkeit herum ein. Ich hab gedacht, ich hätte geträumt. Wann? In der Nacht, als du bei uns warst. Ich bin Zoe durch den Wald gefolgt. Auf dem Rückweg bin ich einem Tiger begegnet. Er hat mich angesehen. Und ich habe seine Augen erkannt. Tano. Er wollte mich töten. Ganz sicher. Dann wurde mir kalt und schwindelig. Ich habe bloß noch gesehen, wie eine Schlange ihn von hinten angefallen hat. Deine Tante? Zoe, glaube ich. So wie sie am nächsten Tag ausgesehen hat. Arkadia. Es gibt sie also überall? Fast, ja. Die russischen Bärenclans, die Hundigas, die Hundsköpfe des alten Germanien, die Fuchsfamilien in China, ja, und so weiter. Die Canivares gehören zu den Panthera. Das sind Raubkatzen aller Art, nicht nur Panther. Und ihr Alcantaras seid Lamien. Schlangenfrauen. Aus irgendeinem Grund sind bei euch nur die Frauen betroffen, niemals die Männer. Weshalb? Keine Ahnung. Und die Mafia? Nichts als Maskerade, um den arkadischen Dynastien sowas wie ein offizielles Gesicht zu geben? Nein, so einfach ist das nicht. Nur wenige Mafia-Clans sind Arkadier, aber alle sizilianischen Arkadier gehören zur Mafia. Die Löwen und Tiger auf der Insel, waren das auch Arkadier? Nein, das waren normale Tiere. Früher haben die Dynastien geglaubt, dass die Geister aller verstorbenen Arkadier in Tieren weiterleben. Sie haben sich lebende Exemplare als Totems gehalten. Sie wurden verehrt und man hat ihnen Opfer dargebracht. Wer ist der hungrige Mann? Du hast von ihm gehört? Fundling hat ihn erwähnt. So haben sie Lykaon genannt. Nicht zu seinen Lebzeiten, sondern später, als der Mythos vom Kannibalenkönig von Arkadien von einer Generation zur nächsten weitererzählt wurde. Warum sollte jemand vor dem hungrigen Mann Angst haben, wenn der seit Jahrtausenden tot ist? Hat Fundling das gesagt? Ja. Naja, man muss unterscheiden zwischen der ursprünglichen Legende vom hungrigen Mann und dem, was später daraus wurde. Das heißt?
Seit vielen Jahren stellen die arkadischen Dynastien auf Sizilien auch den Capo dei Capi, den Boss der Bosse, das höchste Oberhaupt der Mafia. Und der Vorgänger des heutigen Capo dei Capi nannte sich selbst den hungrigen Mann, wie ein Ehrentitel, mit dem er seinen Herrschaftsanspruch über die Dynastien und die gesamte Cosa Nostra untermauern wollte. Vorgänger? Die Polizei hat ihn vor fast 30 Jahren festgenommen. Er sitzt immer noch im Gefängnis auf dem Festland. Seit einiger Zeit geht das Gerücht um, dass er von der neuen Regierung in Rom begnadigt werden könnte. Und genau das ist es, was die meisten Familien fürchten. Dass der hungrige Mann nach Sizilien zurückkehrt und seine alten Machtansprüche geltend macht. Keiner weiß, wie viele noch auf seiner Seite stehen und ihn unterstützen werden. Es könnte dann nicht nur zu einem Machtkampf innerhalb der Mafia kommen, sondern auch zu einem Krieg zwischen den Dynastien. Alles okay? Ich bin nur ziemlich kaputt. Kann ich mir denken. Schlaf ruhig. Ich weck dich, wenn wir da sind. Ja. Eine Frage habe ich noch. Was genau macht deine Schwester nachts im Wald hinter eurem Palazzo? Guten Tag, Rose. Sie kennen mich? Du bist Zoes Schwester. Du bist eine Alcantara. Da bin ich mir nicht so sicher. Ich bin die dumme Amerikanerin aus dem Haus hinterm Berg. Alcantara steht bestimmt nur durch Zufall in meinem Pass. Schätze, ich wurde nach meiner Geburt vertauscht. Meine echten Eltern waren wahrscheinlich Touristen auf der Durchreise. In Wahrheit bin ich die Erbin einer Donutbude in Taylor, Arizona. Deine Schwester hat mich noch nie zum Lachen gebracht. Sie ist eine Verbrecherin. Bei der Cosa Nostra wird nicht gelacht. Mehr als du denkst, meine Liebe. Mehr als du denkst. Ich muss es wissen. Sie sind der Capo dei Capi. Komm rein. Du siehst halb verhungert aus. Ich habe Brot und Wurst und Käse. Deine Tante und deine Schwester sorgen gut für mich. Sind Sie wirklich der Boss der Bosse? Das Oberhaupt der sizilianischen Mafia? Setz dich. Ich bin Salvatore Pantaleone. Würdest du zur Polizei gehen und ihnen meinen Namen nennen, gäbe es in diesem Wald in Windeseile mehr Carabinieri als Bäume. Sie suchen mich seit fast 30 Jahren. Und ich habe in dieser Zeit in zu vielen von diesen Ruinen gehaust. Diese hier wird hoffentlich die letzte sein. Ich habe deine Schwester gebeten, dich zu mir zu führen. Das hat sie nicht. Oh doch, natürlich. Glaubst du, es war Zufall, dass sie auf dem Weg hierher jedes Mal unter deinem Fenster vorbeigelaufen ist? Warum hat sie mich nicht einfach hergebracht? Ich habe sie verboten. Aber du hast Mut. Du besitzt einen starken Willen. Ich hatte gehofft, dass es so ist, aber ich wollte ganz sicher gehen. Zoe war nur ein Lockvogel. Sie arbeitet als Botin für mich, genau wie vor ihr Florinda. Die Alcantaras sind meine Verbindung zur Außenwelt. Ich vertraue deiner Familie mein Leben an, Rosa. Bisher hat sie mich nicht enttäuscht. Diese Bündel, die Zoe dabei hatte, das waren Briefe an die anderen Familien. Mit Anweisungen. Mit dem ganzen neumodischen Zeug mag es schneller gehen, aber einen Zettel mit ein paar Sätzen versteht jeder. Ob er ein Capo eines Clans ist oder ein Handlanger aus irgendeinem Bergdorf. Außerdem, Daten kann man zurückverfolgen. Aber ein Blatt Papier? Sie wollten mich also kennenlernen. Warum? Es gibt nur noch Florinda, deine Schwester und dich. Und ein überschaubares Firmenimperium, das von ein paar Vertrauten und einigen entfernten Cousins am Leben erhalten wird. Du bist die Zukunft. Spätestens in ein paar Wochen fliege ich zurück nach Amerika. Dann war's das für mich. Das bezweifle ich. Iss etwas. Die Wurst ist gut. Ich bin Vegetarierin. Dann iss den Käse. Du bist zu dünn.
Das liegt in der Familie. Ja, in der Tat. Na los. Sie bekommen nicht oft Besuch, oder? Nur deine Schwester kommt her. Allen anderen habe ich es verboten. Verboten? Verschwendete Zeit, mit irgendwem zu reden. Nicht sie sind die Zukunft, du bist es. Und deshalb möchte ich, dass du ab jetzt die Aufgabe deiner Schwester übernimmst. Da vorn die Briefe. Nimm sie mit. Gib sie Zoe und richte ihr aus. Sie braucht nicht mehr zu kommen. Den großen gelben Umschlag gibst du beim Postamt in Piazza Almerina ab. Noch heute. Warum vertrauen sie mir? Du bist eine von uns. Das sind die anderen auch. Aber ich kenne dein Schicksal. Und es wartet nicht in Amerika auf dich, sondern hier bei uns. Hallo, ich möchte den Brief hier aufgeben. Ist der schon frankiert? Ja. Der Fahrer lädt hinten gerade ein. Wenn du die Hintertür nimmst, erwischst du ihn noch. Dann geht der Brief heute noch mit raus. Okay. Einfach durch die Tür da und dann immer gerade. Und wo soll hier jetzt der... Rosa Alcantara? Eine Frau und ein Mann kommen auf sie zu, beide in Lederjacken. Beide jung, höchstens 30. Wer will das wissen? Polizei. Haben Sie Ausweise? Antonio Festa. Das ist meine Kollegin Stefania Moranelli. Okay. Was wollen Sie? Wir möchten, dass Sie uns begleiten. Vergessen Sie es. Ich war 12, als ich zum ersten Mal verhört worden bin. Wenn es um meine Familie geht, dann weiß ich genau, welche Rechte ich habe. Hören Sie, es geht lediglich darum, dass unsere Vorgesetzte sich mit Ihnen unterhalten möchte. Es wird nicht lange dauern, versprochen. Ist es weit? Da drüben, in der Kirche. Mein Name ist Quattrini. Ich bin Richterin und leite die Untersuchungen gegen Ihre Tante Florinda Alcantara. Was wollen Sie? Ich möchte Sie bitten, für mich zu arbeiten. Sie wollen, dass ich meine Tante für Sie ausspioniere? Sie haben sie ja nicht mehr alle. Nein, nicht Ihre Tante. Über die weiß ich mehr als genug. Tatsächlich ist genau das ein Teil des Handels, den ich Ihnen vorschlagen möchte. Ich halte die Beweise gegen Florinda Alcantara zurück, wenn Sie dafür mit mir zusammenarbeiten. Ich habe keine Ahnung, worauf Sie hinaus wollen. Die Person, über die ich mehr erfahren möchte, ist nicht Ihre Tante. Mein Interesse gilt jemand anderem. Sie kennen ihn gut, soweit ich weiß. Sein Name ist Alessandro Carnevale. Am selben Tag, abends auf der Terrasse des Palazzo Alcantara. Wie hast du es erfahren? Von Alessandro? Mir wäre es lieber gewesen, du hättest es mir erzählt. Das wollte ich. Ich habe Florinda gesagt, dass wir ihm zuvorkommen müssen und dass du endlich die Wahrheit erfahren solltest. Aber sie meinte, du würdest ohnehin kein Wort glauben, bevor du dich nicht selbst zum ersten Mal
Naja. In eine Schlange verwandelst? Was glaubst du, wie ich es erfahren habe? Ich war 3 Monate hier, dann bin ich eines Nachts im Gewächshaus aufgewacht zwischen all den Schlangen, die Florinda da hält. Und ich dachte immer, ich hasse Schlangen. Du warst das in der Nacht im Wald, oder? Hinter dem Tiger? Ja. Aber Florinda hat mir geholfen. Hat Mama es gewusst? Keine Ahnung. Mit mir hat sie jedenfalls nie darüber gesprochen. Seit ich über diese Schlangensache Bescheid weiß, frage ich mich, ob Mom wollte, dass mein Kind verschwindet, damit nicht noch einer von uns auf die Welt kommt. Noch ein Alcantara. Noch ein Arcadia. Das glaube ich nicht. Mom ist Mom, Rosa. Lass sie. Hier gehören wir hin. Das alles hier, das ist gut für uns. Wir sind ein Teil davon. Wir sind Alcantaras. Klar. Und deshalb darf ich nicht mit einem Carnivore. Vögeln? Sprechen. Du hast gesehen, was passiert. Das alles bringt nur Unruhe. Ist er das? Ja. Was will er? Mich treffen. Morgen Nachmittag. Am Ende der Welt. Kann ich doch nichts dafür, dass du niemanden hast. Ah, mach dir um mich keine Sorgen. Oh, wie heißt er? Er ist eine Sie. Lilia. Sie wohnt drüben im Piazza Armerina. Oh. Ja. Okay. Gut. Ich habe heute Nachmittag übrigens noch jemanden kennengelernt. Wen? Richterin Quattrini. Hat sie dich über unsere Familie ausgefragt? Ich habe kein Wort gesagt. Ich bin nicht dumm, Zoe. Hat sie es auch bei dir versucht? Nicht so offensichtlich. Manchmal, wenn ich ausgegangen bin, hatte ich das Gefühl, dass ich neue Freunde an mich ranschmeißen. Ich habe sie erst auf das viele Geld geschoben und Florinda davon erzählt. Sie hat mich dann vor Polizisten gewarnt, Undercover-Leuten, die es darauf anlegen würden, mich auszuhorchen. Aber dass ein Richter so offen auf irgendwen zugegangen ist, du hast dir wirklich nichts erzählt. Sie hat eine Weile auf mich eingeredet, warum es wichtig sei, gegen die Mafia vorzugehen, das ganze Programm. Drogenhandel und Morde und so weiter. Wir hätten dich auf sowas vorbereiten müssen. Sie schien eine Menge über die Geschäfte der Alcantaras zu wissen. Und sie hat nicht nur von Windrädern gesprochen. Nein, natürlich nicht. Florindas Flüge nach Lampedusa. Da geht es um Menschenhandel, hat die Richterin gesagt. Im Moment ist sie gerade wieder dort, oder? Ja. Du hast immer gewusst, dass Windräder nicht das Einzige sind, mit dem wir Geld verdienen. Gewusst? Habe ich lange Zeit anscheinend viel zu wenig. Sie hat es doch wohl nicht wirklich geschafft, oder? Dir ein schlechtes Gewissen einzureden? Herrgott, Rosa. Du hast früher nie irgendwelche Probleme damit gehabt. Ich habe ihr gesagt, sie soll zum Teufel gehen und mich in Ruhe lassen. Das war alles. Gut. Du musst mir etwas versprechen, Zoe. Du darfst Florinda und Pantaleone nichts davon erzählen. Kein Wort. Sie sollen nicht glauben, ich wäre ein Risiko für sie. Sie dürfen mich nicht wieder nach Hause schicken. Ich soll nur hier bleiben liegen. Du musst es versprechen, Zoe. Ich habe was gut bei dir. Ich weiß Bescheid über den Sender in meinem Handy. Das war mies und das weißt du genau. Florinda? Ist mir scheißegal. Und es ist okay. Einmal ist es okay, aber nicht nochmal. Ich hätte dir das alles gar nicht zu erzählen brauchen, aber du bist meine Schwester. Ich kann meinen Mund halten, wenn es drauf ankommt. Du sollst nur auf meiner Seite sein. Das ist alles. Ich sag keinem was. Ich schwör's dir. Und ich bin froh, dass du hier bist. Ich hab dich vermisst. Ich dich auch. Am nächsten Nachmittag, am Ende der Welt. Rosa und Alessandro parken ihre Wagen ein Stück vom Abgrund entfernt, um die letzten Meter zu Fuß zu gehen. Iole ist in Sicherheit. Vorerst jedenfalls. Wo ist sie? Cesare hat sie tatsächlich von der Insel fortbringen lassen, kurz bevor wir dort waren. Er weiß, was passiert ist und dreht fast durch vor Wut. Aber er wagt nicht, offen gegen mich vorzugehen. Er hat sie in eines unserer sicheren Häuser bringen lassen. Ich habe sie dort aber wieder abholen lassen und bei uns im Schloss versteckt. Genau vor seiner Nase wird er sie wohl am allerwenigsten suchen. Hat ihr einer was getan? Nein. Hast du mit ihr gesprochen?
Nur kurz. Wir können sie morgen zusammen besuchen, wenn du magst. Dann ist Cesare geschäftlich unterwegs. Gern. Ich habe die Aufzeichnungen meiner Mutter durchgesehen. Und? Es ist so, wie ich dachte. Sie wusste genau Bescheid darüber, dass Cesare meinen Vater hintergangen hat. Offenbar hat sie sogar versucht, es meinem Vater zu erzählen. Aber er hat nicht auf sie gehört. Er hat nie was auf Cesare kommen lassen und hat ihm und seinen Ratschlägen immer vertraut. Und weil ihr Mann ihr nicht geglaubt hat, hat sie sich auf die Insel zurückgezogen. Meinem Vater war das offenbar gleichgültig. In ihren Aufzeichnungen schreibt sie, dass er ihr vorgeworfen habe, sie sei nicht mehr bei Verstand, wenn sie Cesare für eine Bedrohung hält. Und dann hat sie aufgegeben? Nein. Bis zuletzt hat sie versucht, ihn zu überzeugen. Am Ende hatte sie genug Material beisammen, um Cesare endgültig auffliegen zu lassen. Beweise, die nicht mal mein Vater hätte ignorieren können. Kopien von geheimen Verträgen und so weiter. Auf der allerletzten Seite schreibt sie, dass er eingewilligt habe, zu ihr zu kommen und sich die Sache anzusehen. Aber statt seines Vaters ist Cesare zur Insel gefahren. Sie muss Verdacht geschöpft haben, hat die wichtigen Unterlagen in ihren Gemälden versteckt und ein paar harmlose Papiere im Safe platziert, damit Cesare sie dort findet. Aber davon schreibt sie nichts mehr. Ihre letzten Sätze klingen... Sie klingen fast glücklich. Sie hat meinen Vater trotz allem immer noch gern gehabt. Und sie schreibt auch, dass sie mich... Dass sie... Rosa nimmt im Gehen seine Hand und streicht sanft darüber. Schwarze Haare sprießen aus seiner Haut, bilden einen weichen Flaum. Ich kann nichts dagegen tun. Manchmal passiert es einfach. Ist nicht schlimm. Ist überhaupt nicht schlimm. Es ist nicht... Wegen meiner Mutter oder Cesare. Nur wegen dir. Kurz vor dem Abgrund bleibt Alessandro stehen. Rosa setzt sich an die Felskante, lässt die Beine baumeln und blickt hinaus auf die uralten Grabhöhlen in den Felswänden der Schlucht. Hinter ihrem Rücken streift er Jeans und T-Shirt ab. Dann nähern sich Pfoten, sein Schnurren an ihren Ohren, das Reiben seines Fells an ihrem Rücken, ihrem Oberarm. Geschmeidige Muskeln unter terschwarzem Pelz. Eine Eleganz, die sie erzittern lässt. Er setzt sich neben sie, ganz eng, und lehnt sein schönes Pantherhaupt an ihre Schulter. Rosa kommt in der Dämmerung heim, parkt den Wagen in den Garagen. Sie betritt den Innenhof des Palazzo Alcantara. Eine hübsche junge Frau sitzt auf einem Motorroller und lächelt ihr entgegen. Feuerrote Haare. Ciao. Ciao. Du bist Rosa, hm? Ja. Und du bist? Lilia. Ah, Zoe hat mir von dir erzählt. Weißt du, wo sie ist? Als ich weggefahren bin, war sie noch hier. Vielleicht rufst du sie mal an. Hab ich schon. Bloß die Mailbox. Ich wollte sie abholen, ein bisschen durch die Gegend fahren. Aber vielleicht hast du Lust. Ich hab gar keine Vespa. Aber deine Schwester hat eine drüben im Schuppen. Ich bin scheiß neidisch auf das Ding. Allein das Tuning hat ein Vermögen gekostet. Zoe wird mich umbringen. Natürlich, aber nur, wenn sie's erfährt. Und ich wüsste nicht, von wem. Was hast du da für eine Tätowierung? Habe ich mir in Gela machen lassen, unten an der Südküste. Eine Schlange. Eine Schlange? Schon gut. Ich weiß Bescheid, Rosa, über die Alcantaras. Zoe hat es dir erzählt? Sagen wir mal... Sie war in ziemlicher Erklärnot, nachdem ich neben meiner Schlange im Bett aufgewacht bin. Oh, okay. Ich hab's für sie getan. Sentimentaler Blödsinn halt. Nein, überhaupt nicht. Wenn du jetzt sagst, dass du's romantisch findest, dräng ich dich von der Straße. Aber es ist romantisch. Du! Hey! Rosa! Was? Wir kriegen Besuch.
Was? Sie sind zu viert. Weißt du, wer die sind? Nein. Und wenn die uns gar nicht meinen? Wenn wir sie einfach vorbeilassen? Nein. Fahr mir hinterher und gib Gas. Fuck, Lilia! Wer zum Teufel sind die? Kannst du dir das nicht denken? Sie jagen gerne im Rudel. Shit! Was ist? Hier geht's gleich nicht weiter. Dort hinter der Kurve liegt die Ruine eines Amphitheaters. Das ist eine Sackgasse. Wir können nur versuchen, sie auf den Tribünen zu Fuß abzuhängen. Tano Carnevale ist genau hinter Rosa. Er schneidet ihr mit seiner Maschine den Weg ab und packt sie. Die ist unwichtig. Wir haben die kleine Alcantara-Schlampe. Das genügt. Ja, gar nicht so schnell. Ich glaube, Tano ist noch nicht fertig mit dir. Das wird dir gleich ziemlich leid tun. Leg eure Finger von ihr! Ich habe eine Waffe! Ihr beiden schnappt euch die Schlampe. Tanos Knochen und Muskeln verformen sich. Ich hab hier noch zu tun. Während sein Oberkörper vornüber kippt und er auf allen Vieren landet. Als seine Tigerpranken am Boden aufkommen, verschieben sich seine Gelenke, die Glieder verkürzen sich, gelbbraunes Fell schiebt sich über seine Haut. In seinem Gesicht bilden sich Schnauze, Fänge und glühende Augen. Der Tiger achtet nicht auf Lilia, er hebt den Kopf und starrt sie aus kalten Augen an. Miese Schlampe! Scheiße! Tano? Weißes Licht erhellt plötzlich den Platz. Mehrere Limousinen rasen aus der Dunkelheit heran. Du lässt sie in Ruhe! Der Tiger setzt zum Sprung auf Lilia an, will springen. Rosa starrt auf den Kadaver. Der halbe Schädel des Tigers wurde fortgerissen. Fell und Blut bedecken den Boden. Mist! Nein! Tano! Oh nein! Oh mein Junge! Cesare Carnevale verwandelt sich. Während der tote Tiger wieder Menschengestalt annimmt, wird Cesare zu einem Löwen und stürzt sich auf Lilia. Du siehst gefälligst hin. Lass sie los! Alessandro? Lass mich das machen. Eine Alcantara hat Carnevale-Blut vergossen. Rosa, war das nicht. Du hast das genauso gesehen wie ich. Cesare wird wieder zum Menschen. Zwei seiner Männer eilen mit einem weißen Bademantel aus einem der Autos heran und legen ihn um seine Schultern. Mein Vater war euer Capo, weil er die Nerven behalten hat und sich nicht von Wut und Trauer zu Dummheiten hat hinreißen lassen. Ich werde sein Ansehen nicht in den Dreck ziehen, indem ich tatenlos zusehe, wie Cesare eine Unschuldige umbringt. Er hat recht. Ich habe es auch gesehen. Die andere hat geschossen. Das Konkordat besitzt keine Gültigkeit mehr. Es ist einseitig gebrochen worden. Und wir haben das Recht, mit allen Mitteln zurückzuschlagen. Sie haben das geplant. Sie haben Tano geopfert, damit Sie einen Grund haben, gegen meine Familie vorzugehen. Du wirst gar nichts. Räumt hier auf! Wir verschwinden. Soll ich Sie nach Hause fahren? Ich mach das. Fahr du mit einem der anderen. Ja, okay. Was passiert jetzt? Ich lasse nicht zu, dass dir jemand wehtut. Aber was wird er tun? Die anderen gegen mich aufwiegeln. Das hier ist seine Gelegenheit, das Ruder herumzureißen. Aber
Wenn sie dich nicht mehr als ihren Capo akzeptieren, was... Das sehen wir, wenn es soweit ist. Ich muss meine Schwester und meine Tante warnen. Heute geschieht gar nichts mehr. Fürs Erste hat er seine Blutrache bekommen. Die Männer folgen auf Dauer keinem rasenden Irren, und das weiß auch er. Erst wenn er sich vergewissert hat, dass der Canevare-Clan hinter ihm steht und dass die anderen Dynastien ebenfalls der Ansicht sind, dass das Konkordat gebrochen wurde, wird er ein Tribunal einberufen, bei dem über das weitere Vorgehen entschieden wird. Über meine Schuld, meinst du? Hm. Wohin fährst du? An einen Ort, an dem sie dich nicht suchen werden. Ich bring dich zu Iole. Eine Dreiviertelstunde später in den Kellern des Castello Carnevale. Ein kleines Apartment, fensterlos, aber sauber. Eingerichtet wie ein Hotelzimmer. Was ist das hier? Hier wohne ich jetzt. Manchmal ist es nötig, dass Familienmitglieder für eine Weile untertauchen, damit die Polizei sie nicht findet. Dann bringen wir sie hier unter. Was machen wir bloß mit ihr? Alessandro hat gesagt, wenn er meinen Onkel findet, dann bringt er mich zu ihm. Was ist mit der Polizei? Können die nicht helfen? Cesare würde davon erfahren. Er zahlt Bestechungsgelder an Polizisten auf der ganzen Insel. Und er würde nicht zulassen, dass Iole frei rumläuft und womöglich mit Richtern und Staatsanwälten spricht. Im Augenblick glaubt er, sie sei ihm ohne fremde Hilfe entwischt. Seine Leute suchen sie noch immer im Gebirge. Das da ist er. Iole deutet auf eine gerahmte Fotografie neben dem Bett. Hm? Mein Onkel. Kann ich mal sehen? Ja. Mein Vater und mein Onkel Augusto. Das ist der, der mit einer Richterin zusammengearbeitet hat, oder? Ja. Den willst du ausfindig machen. Ein Mann, der im Zeugenschutzprogramm lebt. Unter falschem Namen irgendwo auf der Welt? Wird nicht ganz einfach. Rosa betrachtet die Fotografie. Die beiden Männer tragen Tauchanzüge. Im Hintergrund die offene See. Sind die beiden oft zusammen tauchen gegangen? Sie waren Taucher von Beruf. So? Die Dalamanos hatten Italiens größte Konstruktionsgesellschaft für Bauwerke im und unter Wasser. Von Hafenanlagen über Brücken bis hin zu Bohrinseln im Atlantik haben sie alles Mögliche gebaut. Natürlich mit... staatlichen Zuschüssen. Ja. Rosa deutet auf einen schmalen Streifen neben dem linken Rand des Fotos. Dahinter klemmt in dem Rahmen noch etwas anderes. Was ist das hier? Da steckt noch ein zweites Bild. Von den beiden? Nein, ist nur eine alte Steinfigur drauf. Kann ich's mal sehen? Klar. Ich fand's schön, deshalb habe ich's eingesteckt. Es lag mit vielen anderen auf dem Schreibtisch meines Vaters und als Cesares Männer gekommen sind, da habe ich ein Bild vom Papa eingesteckt und noch eins von den anderen. Das haben sie aber nicht gemerkt und ich habe es dahinter versteckt, also später, als keiner hingesehen hat. Hier. Danke. Alessandro? Was ist? Sieh dir das an. Eine Figur aus porösem Gestein, angeleuchtet von einem Scheinwerfer, der sie aus dem Dämmer einer kargen Unterwasserlandschaft reißt. Partikelschwärme treiben durchs Licht. Am Bildrand ein silbriger Fisch. Im Hintergrund undeutlich kantige Silhouetten. Vielleicht Felsen, vielleicht Ruinen am Meeresgrund. Ist das eine Umarmung? Die Statue im Vordergrund ist das Abbild eines Panthers, der gerade zum Sprung ansetzt. Um seinen Körper windet sich der Leib einer Riesenschlange. Die Köpfe sind einander zugewandt. Raubkatze und Reptil blicken sich in die Augen. Was? Wenn du trotz allem dein Gesicht wahren willst, dann verkriech dich nicht in diesem Loch wie ein Feigling. Das hier ist immer noch mein Haus. Die Männer haben sich gegen dich entschieden. Du hättest die Alcantara-Hexe nicht in Schutz nehmen dürfen. Was willst du? Mich ist doch offensichtlich. Falsch. Was dir bestimmt ist, wird das Tribunal der Dynastien entscheiden, Rosa Alcantara. Wir werden dich laufen lassen. Wenn dein Urteil gesprochen ist, wird man dich überall finden. Darum versuch am besten gar nicht erst, dich zu verstecken. Keine Angst, bis dahin wird dir kein Carnevale ein Haar krümmen. Nehmt die Kleine mit! Nein! Lass sie bitte, los! Ich habe den Männern eine Jagd versprochen. Zu Ehren des neuen Capo. Du weißt, sie erwarten das. Und die Kleine wird die perfekte Beute abgeben. Du Verdammter! Ritzt ihnen das Zeug hin. Nein! Ah! Was ist in der Spritze?
Scheiße, was ist das? Es hält ungefähr eine Viertelstunde lang an. So lange könnt ihr euch nicht verwandeln. Du glaubst, ich tue das hier nur, weil ich es auf Macht abgesehen habe. Nicht wahr? Aber du täuschst dich. Dafür ist Tano nicht gestorben. Tano ist gestorben, weil er ein Scheißkerl war, der bekommen hat, was er verdient. Tano war mein Sohn. Einer ist bereits gestorben für das, was ihm angetan wurde. Weitere werden folgen. Niemand von euch Alcantaras wird übrig bleiben. Und auch keiner von denen, die euch gefolgt sind. Ihr werdet bezahlen für seinen Tod und für euren Verrat. Es gibt kein kostbareres Gut als die Tarnung, unter der die Dynastien seit Jahrhunderten existieren. Und ich werde nicht zulassen, dass irgendwer sie aufs Spiel setzt. Ich bewahre die Tradition. Ich halte unser aller Sicherheit aufrecht. Und ich bestrafe jene, die gegen die Gesetze Arkadiens verstoßen. Ihr werdet zu spüren bekommen, was es bedeutet, sich an Tabula zu verkaufen. Tabula? Was meinen Sie damit? Du hast wirklich keine Ahnung, was deine Familie getan hat, oder? Mit wem sie sich verbündet hat gegen ihresgleichen. Ich... Haltet sie noch ein paar Stunden hier unten fest, bis ihr sicher seid, dass sie sich beruhigt haben. Und dann lasst sie gehen. Man wird sie finden, sobald das Urteil gesprochen ist. Wie viel Zeit bleibt uns noch, bis sie diese Jagd auf Iole veranstalten? Es wird eine Wahl geben, zu der sich die ranghöchsten Mitglieder des Clans zusammenfinden. Dann, gleich im Anschluss, wird Cesare in einer Zeremonie seinen Eid als neuer Capo schwören. Das alles wird dauern, erst recht, wenn er vorher das Tribunal von deiner Schuld an Thanos Tod überzeugen will. Die große Feier für seine Männer wird erst danach stattfinden. Sie feiern das wirklich mit einer Menschenjagd? Tja, das ist die alte Tradition. Zu Zeiten des hungrigen Mannes wurde das immer so gemacht. Die Beute wird in einer einsamen Gegend ausgesetzt, die Männer verwandeln sich und hetzen sie zu Tode. Großer Gott! Wie lange haben wir noch, um Iole da rauszuholen? Die Jagd wird wohl unmittelbar nach der Vereidigung stattfinden. In 2 Tagen, schätze ich. Und was ist dieses Tabula? Tabula ist eine internationale Gruppe, die irgendein Interesse an den arkadischen Dynastien hat. Niemand weiß Genaueres über sie. Sie sind Mitarbeiter von Regierungsbehörden, Politiker, Staatsanwälte. Anfangs glaubten alle, es ginge nur um die Geschäfte der Clans, um den üblichen Kampf gegen die Mafia. Aber seit einer Weile gibt es Gerüchte, dass eine der Dynastien auf Sizilien mit diesen Leuten zusammenarbeitet und ihnen Informationen zukommen lässt. Und Cesare glaubt, die Alcantaras sind die Verräter. Er vermutet das nur. Er hat keine Beweise. Warum vermutet er das? Ich weiß es nicht. Ehrlich nicht. Hier kannst du mich rauslassen. Willst du mir jetzt verraten, was du hier willst? Je weniger du darüber weißt, desto besser. Ach, komm schon, Rosa. Es genügt, wenn einer von uns das tun muss. Wenn es das ist, was ich befürchte, dann bist du drauf und dran, eine Riesendummheit zu begehen. Warum bist du hier? Um das gleich klarzustellen. Ich werde Ihnen nichts über Alessandro Carnevale erzählen. Du kostest mich gerade eine meiner Tarnadressen. Und ganz gleich, was du zu sagen hast, es sollte den Verlust besser wert sein. Also verschwende nicht unser aller Zeit mit dem, was du mir nicht erzählen willst. Warum bist du hier, Rosa? Ich will mit einem ihrer Kronzeugen sprechen. Einem Mann, der seit 6 Jahren im Zeugenschutzprogramm lebt. Im Austausch dafür liefere ich Ihnen Informationen über die Geschäfte meiner Tante Florinda Alcantara. Du weißt ganz sicher nicht mehr über ihre Geschäfte als ich. Aber im Gegensatz zu Ihnen kann ich ohne Genehmigung aus Rom in Florindas Arbeitszimmer gehen, eine Tasche mit Aktenordnern packen oder Dokumente kopieren und sie aus dem Haus schmuggeln. Das würdest du tun? Ja. Er sagt mir, dass du mich nicht nach Strich und Faden belügst. Oder dass Florinda selbst dich hergeschickt hat, um mir gefälschte Unterlagen unterzujubeln.
Würden Sie das für möglich halten, hätten Sie mir niemals diese Adresse gegeben. Von wem reden wir hier? Augusto Dallamano. Warum gerade er? Das ist meine Sache. Soweit ich weiß, hatten die Alcantaras nie mit den Dallamanos zu tun. Du tust das für den Jungen, oder? Ich will nur mit Dallamano sprechen. Ein einziges Mal, mehr nicht. Und was hab ich davon? Und komm mir nicht mit ein paar Akten und Fotokopien aus dem Giftschrank deiner Tante. Cesare Carnevale. Bloß ein Buchhalter. Und bald der neue Capo der Carnevales. Oh, ist dein hübscher Freund in Ungnade gefallen? Was ist nun? Dallamano ist einer unserer Kronzeugen. Es ist schon ein bisschen mehr nötig. Salvatore Pantaleone. Der Boss der Bosse. Sie bekommen ihn. Arrangieren Sie jetzt für mich ein Treffen mit Dallamano? 10 Stunden später. Rosa und Alessandro sind im Flugzeug nach Portugal gereist. Ein Polizist in Zivil nimmt sie am Flughafen in Empfang und bringt sie nach Sintra, 30 Kilometer außerhalb von Lissabon. Quinta da Regaleira. Das ist die große Villa dort auf dem Hügel. Die Maschine fliegt kurz vor 10. Ich warte hier mit euren Tickets. Danke. Seltsames Haus. All der Stuck und die Verzierungen. Wenn man Häuser häkeln könnte, dann käme das dabei raus. Sieh mal. Die beiden gehen an Statuen von boxfüßigen Flötenspielern und grinsenden Wasserspeiern vorüber. In Nischen sitzen zierliche Nymphen aus Stein. Über eine Mauer beugt sich ein Teufel mit gezwirbelten Hörnern und aus einem Tümpel grüßen sie steinerne Wassernixen mit ausgestreckten Armen. Was ist das hier? Ein steinernes Alphabet der Alchemie. Der architektonische Traum eines Freimaurers, Hermetikers und Magiers. Augusto Dallamano? Der bin ich. Und ich weiß auch, wer ihr seid. Du bist ein Carnevale. Alessandro Carnevale. Und du bist das Alcantara-Mädchen. Mit dir sollte ich reden. Nicht mit einem Carnevale-Bastard. Glaubst du wirklich, er ist dein Freund? Er wird bald einer der führenden Mafia-Bosse Siziliens sein. Er ist niemandes Freund. Ich werde Rosa nicht mit ihnen allein lassen. Ganz wie ihr meint. Warten Sie! Warten Sie doch! Verdammt! Bleib hier, bitte! Ich will dich nicht allein mit ihm gehen lassen. Er wird mir nichts tun. Bitte. Sei vorsichtig. Du darfst ihm nicht alles glauben. Mach dir keine Sorgen. Er frisst dir aus der Hand, was? Er tut nur, was Sie tun sollten. Er will Ihre Nichte retten. Sie wurde zuletzt auf einer Insel festgehalten. In einer verlassenen Villa. Diese Dreckskerle. Alessandro hat sie auf eigene Faust dort rausgeholt. Sie hat uns erzählt, dass sie noch einen letzten lebenden Verwandten hat. Sie, Signore Dallamano. Und Alessandro hatte vor, Iole zu ihnen zu bringen. Das ist keine gute Idee. Sie wollen sie nicht sehen? Ich würde meine rechte Hand dafür geben. Aber es geht nicht. Ich traue niemandem mehr. Nur der Richterin. Iole ist gestern ein zweites Mal verschleppt worden. Cesare Carnevale hat herausgefunden, wo Alessandro sie versteckt hat. Und diesmal wird er sie umbringen, wenn wir ihn nicht aufhalten. Warum will er Iole töten? Er hatte 6 Jahre Zeit dazu und hat es nicht getan. Er will sie opfern. Er vermutet, dass sie nicht mehr am Leben sind. Also will er den anderen Bossen beweisen, dass er mit den Dallamanos ein für alle Mal aufräumen kann. Darum wird er Iole vor den Augen dieser Männer und Frauen töten. Um zu zeigen, wie entschlossen er ist und ein besserer Capo als Alessandro. Was genau habt ihr vor? Wenn ich weiß, was Cesare um jeden Preis vor allen anderen geheim halten will, dann kann ich ihm ein Geschäft vorschlagen. Er wird dich töten. Vielleicht wird er es versuchen. Aber vielleicht schafft er es nicht. Bist du nun mutig oder schrecklich naiv? Was ist es, das ihr Bruder und sie damals gefunden haben? Diese Statue. Auf den Fotos vom Meeresgrund. Du weißt davon. Eine Statue von Panther und Schlange. Iole hat das Bild vom Schreibtisch ihres Vaters genommen, bevor sie von Cesares Männern verschleppt wurde. Sie sagt, da waren noch mehr davon.
Es war nicht nur die eine Statue. Da unten gab es Überreste von mehreren Standbildern. Schlangen und Panther in unterschiedlichen Posen. Nur Schlangen und Panther? Ja. Nach dem Tauchgang war mein Bruder ganz außer sich. Er wusste augenscheinlich mehr darüber, als er mir verraten hat. Einen Teil der Bilder, 20 oder 30 Aufnahmen, hat er zusammengepackt und ist damit zu den Carnevales gefahren. Aus irgendeinem Grund hat er angenommen, dass sie sich für unseren Fund interessieren könnten. Tja, am nächsten Tag sind sie gekommen, haben alle getötet und Iole verschleppt. Alle bis auf Sie. Ich war draußen auf See mit einem unserer Schiffe. Nachdem ich erfahren habe, was geschehen war, habe ich mich an Quattrini gewandt und wurde zu ihrem Kronzeugen. Erst in der Haft bekam ich die Nachricht, dass Iole noch lebt. Sie schickten Fotos von ihr in Ketten und sagten, dass sie sterben würde, wenn ich über die Carnevales reden oder auch nur mit einem Wort unseren Fund erwähnen würde. Außerdem wollten sie die genauen Koordinaten des Fundorts haben. Ich zog also meine Aussagen über die Carnevales zurück, erhielt alle anderen Anschuldigungen aber aufrecht. Und die Koordinaten? Die Wahrheit ist, die exakten Koordinaten kannte nur mein Bruder. Ich habe lediglich dafür gesorgt, dass die Carnevales glauben, ich hätte sie, um Iole und mich selbst abzusichern. Aber andere müssen sie doch auch gekannt haben. Was war mit der Crew des Schiffes? Das war das Erste, um das sich mein Bruder gekümmert hat, nachdem wir an Land gegangen sind. Er hat sie getötet? Seine eigenen Leute? Tja. Sie kennen die Koordinaten wirklich nicht? Nicht die exakten. Und ohne sie kann man Jahrzehnte damit verbringen, die Straße von Messina nach ein paar ungewöhnlichen Steinformationen abzusuchen. Dann ist das alles hier umsonst. Die werden Iole umbringen. Du willst es wirklich versuchen, was? Unter Umständen gibt es einen Weg, doch noch an die Koordinaten zu kommen. Vielleicht, und ich meine vielleicht, existieren die Unterlagen noch. Es gab da ein Versteck. In der Villa Ihres Bruders? Ja. Aber dorthin kann ich nie wieder zurück, ohne dass sie mich in kürzester Zeit finden und töten würden. Sonst hätte ich schon lange nachgesehen. Ich könnte gehen. Ich kann nach den Papieren Ihres Bruders suchen und nach den Koordinaten. Möglicherweise könntest du das tun. Am späten Nachmittag desselben Tages zurück auf Sizilien, in einem Mietwagen auf dem Weg zur Villa der Dalamanos. Ja? Zoe? Na endlich. Ich hab dich bestimmt 300 Mal angerufen. Lydia ist tot. Ja. Und du? Geht's dir gut? Ich bin in Ordnung. Sie behaupten, du hast Tano Cannavara erschossen. Nein, Lilia hat das getan, um mich zu beschützen. Deshalb hat Cesare sie umgebracht. Florinda will mit dir sprechen. Rosa, geht es dir gut? Ja, tolles Wetter. Zoe sagt, sie hat dir alles erzählt. Aber es gibt noch etwas, das du wissen Tabula. Ja, ich weiß, was Cesare behauptet. Es sind seit Jahren die ewig gleichen Vorwürfe. Er ist so verdammt fantasielos in seiner Abneigung. Ist es denn wahr? Sind wir die Verräter? Cesare lügt, sobald er den Mund aufmacht. Er behauptet vieles, so wie er jetzt behauptet, dass du seinen Sohn erschossen hast. Ich hätte es getan, wenn ich die Waffe gehabt hätte und nicht Lilia. Hör mir jetzt gut zu, Rosa. Cesares Einfluss hat seine Grenzen. Folgendes wird geschehen.
Das Tribunal wird uns freisprechen, weil das Konkordat von einer Außenstehenden gebrochen wurde, nicht von einer Alcantara. Wir können also nicht zur Verantwortung gezogen werden. Cesare weiß es noch nicht, aber mehrere der Männer, die dabei waren, werden zu deinen Gunsten aussagen. Pantaleone hat seine Finger im Spiel. Er ist immer noch der Capo dei Capi und ein Freund der Alcantaras. Das Tribunal der Dynastien wird morgen bei Tagesanbruch zusammenkommen. Zoe und ich fahren hin und verteidigen unsere Familie. Cesare wird eine Niederlage einstecken, aber das Tribunal wird sie ihm versüßen, indem es den Carnevares naheliegt, ihn zu ihrem neuen Capo zu wählen. Sie werden Cesare morgen zum Capo erklären? Ist das ganz sicher? Es wird wohl so kommen. Das hier muss es sein. Ich muss jetzt Schluss machen. Bitte, Rosa. Tu mir den Gefallen und komm nicht her. Ich will nur nicht, dass dir etwas zustößt. Versprich mir das. Ciao, Florinda. Rosa sieht durch die Scheibe des Wagens auf ein offenes Eisentor. Am Pfeiler daneben hängt ein Messingschild. Eine wissenschaftliche Bibliothek? Das wird aus Immobilien der Mafia, wenn das Gericht sie dem Staat zuspricht. Die nehmen uns nie ab, dass wir hier wissenschaftliche Recherchen betreiben wollen. Dann kommen wir wieder, wenn es dunkel ist. Das Haus wird nicht allzu gut gesichert sein. Hey, wir sind Gangster, oder? So irgendwas muss das ja gut sein. Also, ich habe mit dem Kapitän der Gaia telefoniert. Er ist auf meiner Seite. Morgen Nacht wird zur Feier von Cesares Ernennung die Jagd stattfinden. Wann genau und wo, findet er noch raus. Gut. Gehen wir rein? Ja. Das war nicht das erste Mal, oder? Wenn man in einer Burg voller Mafiosi aufwächst, lernt man eine Menge seltsames Zeug. Praktisch. Du hast mir erzählt, du kannst Autos knacken. Brooklyn halt. Na los. Hier ist die Hintertür. Da ist das Abflussgitter im Boden. Soll der Hebel sitzen. Ja, hab ihn. Tatsächlich ein geheimes Zimmer. Sieht eher aus wie ein Bunker. Na komm. Hier gibt's bestimmt... Ja. Tatsächlich so aus, als wäre das alles seit Jahren nicht mehr angerührt worden. Ringsum hunderte von Aktenordnern in raumhohen Regalen. In der Mitte ein Schreibtisch. Darauf in kleinen Holzrahmen Fotos von Ruggero Dallamano und seiner Familie. In der Mitte des Tisches liegt ein dickes Schreibheft aus stabilem Karton. Rundum Fotos, ähnlich dem von Iole. Pack alles ein. Ja. Scheiße, das Licht. Sind das die Sicherungen? Nein. Jemand ist im Haus. Komm, raus hier. Ja. Hast du alles? Ja. Warte. Das muss reichen. Komm, die Treppe auf. Sie durchsuchen das Haus. Einer von euch bewegt, dann war's das. Gib die Papiere her. Nein. Gib mir die Sachen oder ich schieße. Aus dem Augenwinkel sieht Rosa, wie sich etwas durch das hohe Gras bewegt. Auch Alessandro entdeckt es. Lamien. Florinda, natürlich. Florinda! Ich weiß, dass du da bist. Und dass mich dieser Kerl hier wohl kaum erschießen wird. Nicht dich. Aber den Carnevare, wenn er auch nur mit der Wimper zuckt. Ein weiterer Mann kommt heran.
Rosa tritt vor Alessandro. Ihr werdet ihm nichts tun. Ach, dummes Kind. Ihr gehört zu meinem Clan. Und Florinda wird nicht ewig das Sagen haben. Blitzschnell schießt ein Schlangenleib aus dem Dunkel, wickelt sich um Rosas Waden und bringt sie zu Fall. Im selben Moment springt der Mann nach vorn und hält seine Waffe direkt vor Alessandros Gesicht. Du hältst still! Der zweite Mann sammelt die Papiere auf. Die Schlange gleitet ins Dunkel davon. Der Mann mit der Waffe geht langsam rückwärts, den Lauf immer noch auf Alessandro gerichtet. Einen Moment später sind alle drei in der Dunkelheit verschwunden. Alles in Ordnung mit dir? Sie sind weg. Die Papiere. Alles ist weg. Das war alles umsonst. Der Wagen hält direkt vor der Auffahrt des Palazzo Alcantara. Die zwei Wächter am Tor blicken argwöhnisch herüber. Bist du ganz sicher? Alles, was wir gesehen haben, war eine Lamia. Es muss nicht Florinda gewesen sein. Wer sonst hat denn gewusst, wo wir waren? Sie hat während des Telefonats das Handy orten lassen. Es gibt irgendeine Verbindung zwischen Lamien und Pantera, zwischen Alcantaras und Carnevares. Das beweisen doch die Unterwasseraufnahmen. Und aus irgendeinem Grund wollen beide Clans das um jeden Preis totschweigen. Ich will jetzt wissen, warum. Fährst du zum Kapitän? Ja, ich finde raus, wo diese Jagd auf Iole stattfindet. Okay, warte. Ciao. Signorina Alcantara? Hat einer von euch ein Handy? Ja. Leihst du es mir? Klar. Du kriegst es wieder. Hier, schreib dir die Nummer ab. Okay. Wenn du was weißt, ruf mich an. Okay. Hab ich. Bis später. Pass auf dich auf. Du auch. Ist meine Tante oben? Nein. Sie und Signorina Zoe sind schon seit gestern in Syrakus. Von dort aus wollten sie weiterfahren zum Tribunal. Zoe auch? Ja. Ach, warten Sie. Hier hat jemand eine Nachricht für Sie abgegeben. Wer? So ein junger Kerl. War schon wieder weg, bevor wir ihn aufhalten konnten. Hier, ein Brief. Okay. Danke. Habt ihr eine Waffe für mich? Eine Waffe? Für meine Sicherheit. Hier im Dunkeln. Klar. Danke. Du kriegst sie dann mit dem Handy wieder. Rosa geht die Straße hinab bis zur nächsten Biegung. Sie blickt sich hastig um. Niemand folgt ihr. Sie läuft einen kleinen Weg nach rechts in den Wald hinein. Keine 20 Meter und sie erblickt den schwarzen Mercedes. Genau wie auf dem Zettel beschrieben. Fundling, was hast du hier zu suchen? Dich. Steig ein. Wer sagt mir, dass ich dir vertrauen kann? Ich hab dir nichts getan, oder? Die Carnevares sind nicht gerade besonders gut, auf mich zu sprechen. Cesare weiß nicht, dass ich hier bin. Keiner von ihnen weiß das. Und was willst du dann hier? Dich abholen. Jetzt steig schon ein, dann erkläre ich's dir. Hey, Sarcasmo. Also? Quattrini hat mich geschickt. Sie wollte, dass ich dich hole, weil sie gemeint hat, dass du mir eher vertraust als ihren Leuten. Richterin Quattrini? Manchmal rede ich mit ihr, wenn sie fragt. Genau wie du. Wenn du das jemandem erzählst, bin ich tot. Du hast es gesehen, oder? Dass Cesare Alessandros Vater getötet hat. Ja. Aber ich kann dort nicht weggehen. Cesare würde glauben, dass ich ihn verraten will. Stattdessen hast du ihn verraten, bleibst bei ihm und spielst weiterhin den Fahrer für sie. Nicht dumm. Hast du sie zum Tribunal gefahren? Cesare und die anderen? Ja. Ich war gerade wieder auf dem Rückweg zur Burg, als mich die Leute der Richterin abgefangen haben.
Sie will mit dir reden. Wohin genau hast du die Carnevaris gebracht? Geh nicht dorthin, Rosa. Das ist nichts für dich. Du weißt, was dort passieren wird. Mit Iole? Der Baron war immer gegen sowas. Wo sind sie? Rosa, hör zu. Wo, Fundling? Ghibellina. Am Monument von Ghibellina. Ghibellina, okay. Raus hier. Fahr nicht dorthin. Sie töten dich. Raus! Stück zurück. Tu's nicht, Rosa. Bitte. Halb 5 Uhr morgens auf der Autobahn, kurz vor Ghibellina. Ja? Ich bin's. Signore Pantaleone. Woher haben Sie diese Nummer? Was glaubst du wohl? Was wollen Sie? Du brauchst Hilfe. Bestimmt nicht Ihre. Gibt es sonst noch jemanden, der in Frage käme? Ich meine es ernst. Dort, wo du hin willst, brauchst du jemanden, der dir beisteht. Und das sind ausgerechnet Sie. Du läufst ins offene Messer, und das weißt du. Weil du immer noch hoffst. Aber gerade Hoffnung ist etwas, was vielen von uns verloren gegangen ist. Auch darum liegt mir so viel an dir, Rosa. Du und ich gemeinsam. Wir könnten die Alcantaras und die gesamte Cosa Nostra zu einem neuen Aufbruch führen. Was das? Leg nicht auf. Ohne mich kannst du das Mädchen nicht befreien. Und der junge Carnevale wird sterben. Alessandro weiß genau, was er tut. Wohl kaum. Die Wahrheit ist, sie haben ihn längst gefangen und in Ghibellina eingesperrt. Genau wie die kleine Dalamano, an der dir so viel liegt. Woher wissen Sie das? Du musst mich nicht mögen, Rosa. Nicht einmal achten. Aber mach nicht den Fehler, mich zu unterschätzen. Und jetzt Schluss mit dem Gerede. Ich lotse dich dorthin, wo die beiden gefangen gehalten werden. Was wollen Sie dafür von mir? Deine Treue. Dein Wort, dass du auf meiner Seite stehst. Und dass du mir gehorchst. Ohne Wenn und Aber. Ich könnte Ja sagen und mich nicht daran halten. Wenn du Ja sagst, dann ist es ein Pakt. Ihn zu brechen, hätte weitreichende Konsequenzen. Also? Fuck. Einverstanden. Wo bist du jetzt? Auf der A29, unterwegs nach Norden. Das Navi sagt, es sind nur noch ein paar Kilometer. Die nächste Ausfahrt? Salemi. Und Ghibellina Nuova. Die nimmst du nicht. Du fährst an der übernächsten Ausfahrt raus und hältst dich links. Hinauf in die Berge. Okay. Und jetzt? Du musst der Straße folgen. Aber sei vorsichtig. Behalte die Umgebung im Auge und achte auf Scheinwerfer. Hast du noch den Revolver mit dem Schalldämpfer, den dir der Wächter am Tor gegeben hat? Ja, habe ich hier. Wie viel Munition? Ich habe ihn noch nicht benutzt. Also 6 Schuss. Kannst du damit umgehen? Nein. Du bist doch Amerikaner. Sehr witzig. Wenn du tust, was ich sage und dich geschickt dabei anstellst, wirst du ihn hoffentlich nicht brauchen. Jetzt müsstest du jeden Moment die Ruinen von Ghibellina sehen können. Rechts von dir. Es ist ein altes Dorf, das vor Jahren von einem Erdbeben völlig zerstört wurde. Ja. Schleich dorthin, querfeldein. Du musst jetzt sehr gut Acht geben. Sicher gibt es dort Wachen. Okay. Drück nur ab, wenn du sicher sein kannst, dass du triffst. 6 Kugeln sind nicht viel, wenn du es mit den Carnevaris und ihren Verbündeten aufnehmen willst. Das ist lächerlich. Ich kann das mit überhaupt niemandem aufnehmen. Warum bist du dann hingefahren? Wenn du etwas anfängst, dann solltest du es zu Ende bringen. Deine beiden Freunde sind in den Ruinen eingesperrt. Was du vor dir siehst, ist nur ein Teil dessen, was vom alten Ghibellina übrig ist.
Auf der anderen Seite des Hügels stehen noch mehr zerstörte Häuser. Dort wirst du finden, was du suchst. Ich bin jetzt bei den Ruinen. Immer weiter geradeaus. Dann den Hang runter. Was jetzt? Bist du am ersten Gebäude? Dem, was davon übrig ist, ja. Geh an den Häusern entlang. Aber pass auf. Was ist? Hallo. Schon passiert. Du hast Remeo getroffen, nehme ich an. Remeo? Der bin ich. Still jetzt. Komm mit. Wer ist das? Woher glaubst du, weiß ich, was Cesare treibt? Er wird dich dorthin bringen, wo sie den jungen Carnevale gefangen halten. Remeo führt Rosa durch eine der Ruinen. Auf der Rückseite treten sie wieder ins Freie. Remeo deutet den Hang hinab auf drei weitere Häuser. Es ist das in der Mitte. Die hintere Tür ist offen. Davor auf der Straße patrouillieren Männer. Und mindestens einer ist im Haus selbst. Wahrscheinlich sitzt er in der Küche oder dem, was davon übrig ist. Dein Freund ist im ersten Stock, das Zimmer am Ende des Korridors. Es gibt kein Schloss, nur ein Riegel an der Außenseite. Wenn sie dich erwischen und dort einsperren, kann dir keiner mehr helfen. Wo ist Iole? Sie war mit ihm im Haus, aber sie haben sie weggebracht. Wohin? Weiß ich nicht. Vielleicht wirst du dich für einen von beiden entscheiden. Oh, fuck. Die Hintertür ist nur angelehnt. Rosa schleicht auf Zehenspitzen ins Haus, tappt durch einen schmalen Flur. Eine Treppe führt nach oben. Aus der Küche, woher der Gesang kommt, fällt Licht in den Flur. Mit dem Revolver in der Hand schleicht Rosa die Treppe hinauf. Eine nackte Glühbirne beleuchtet den Korridor im ersten Stock. Vier der fünf Türen stehen offen. Die am Ende des Flurs ist von außen mit einem Querbalken verriegelt. Rosa legt Handy und Revolver auf den Boden. Sie braucht beide Hände, um den Balken aus der Verankerung zu heben. Vorsichtig lehnt sie ihn gegen die Wand. Scheiße. Rosa hält den Revolver mit beiden Händen fest, die Arme ausgestreckt, zielt mit zitternden Händen den Gang hinunter. Der Mann aus der Küche erreicht den ersten Stock. In seinen Händen dampft ein Glas heiße Milch. 5 Meter von Rosa entfernt blickt er auf, sieht sie und bleibt stehen. Ein Ton und ich schieße. Haben Sie eine Waffe dabei? Langsam schlägt er mit einer Hand die Jacke auf und zeigt sein Schulterholster. Ziehen Sie den Reißverschluss der Jacke zu. Ganz vorsichtig. Du bist das Alcantara-Mädchen. Die Jacke zu. Weißt du, es gibt eigentlich nur eine einzige Möglichkeit. Du musst mich erschießen. Bringst du das fertig? Bleiben Sie stehen! Und? Womit willst du mich jetzt erschießen, ha? Während sich der Mann über Rosa beugt, sieht sie, dass sich hinter ihm die Tür geöffnet hat. Eine schmale Hand greift nach der Pistole am Boden. So, das war leicht. Hauen wir ab! Was ist passiert, hat dein Vater dir das beigebracht? Geht's dir gut? Mein Onkel! Ist Alessandro bei dir? Nein. Rosa! Melde dich! Rosa! Pantaleone? Wo ist Alessandro? Du hast das Mädchen befreit. Das muss genügen. Das hier ist wieder einer von ihren verdammten Tests, oder? Um herauszufinden, ob ich das Zeug dazu habe, die Alcantaras anzuführen. Du hast gerade bestanden. Sie haben gesagt, ich würde ihn hier finden. Halt dich von ihm fern. Die Carnevales sind nicht wie du und ich. Er wird dir nichts als Schmerz und Leid zufügen. Überlassen Sie das mir. Du wirst jetzt tun, was ich dir sage.
Lauft mit dem Mädchen zum Wagen und dann verschwindet ihr. Noch habt ihr eine Chance. Aber es wird nicht lange dauern, bis irgendwer bemerkt, dass die Kleine fort. Erst hole ich Alessandro hier raus. Dazu ist kein... Rosa? Ja. Ich weiß, wo er ist. Wirklich? Ja. Kurze Zeit später am Rand des Monuments von Gibellina. Zur Erinnerung an die Toten des Erdbebens war die Hügelflanke mit zahlreichen Betonblöcken überzogen worden, jeder so groß wie der Grundriss eines der Häuser, die hier zerstört worden waren. Dadurch ist ein Labyrinth schmaler Wege entstanden, perfekt für die Menschenjagd der Carnivores. Der Morgen dämmert bereits. Rosa und Iole sitzen tief geduckt im Buschwerk. Die bauen da unten sogar Scheinwerfer auf. Sie bereiten in dem Ruinenlabyrinth alles vor. Die Jagd. Welche Jagd? Schon gut. Wo ist jetzt Alessandro? Nicht da unten, sondern da oben. In dem alten Bauernhaus auf dem Hügel. Und du bist ganz sicher? Ja, klar. Gut. Iole, ich möchte, dass du von hier verschwindest. Ich bin mit einem Wagen hier, einem schwarzen Mercedes. Du gehst dorthin und wartest auf mich, okay? Wenn du mir sagst, wo der steht. Ja, pass auf. Einige Minuten später. Rosa blickt um die Ecke eines verfallenen Stalls zur Vorderseite des heruntergekommenen Bauernhauses. Zwei Geländewagen parken vor dem Eingang. Rosa läuft im Schutz der Dunkelheit bis unter ein beleuchtetes Fenster. Ja? Nein, hier ist alles in Ordnung. Keine Probleme. Alles klar. Gino wird sich draußen mal umschauen. Na, los! Du hast es ja gehört. Warum ich? Nun mach schon! Scheiße. Rosa rennt zurück hinter einen der Wagen. Ein Mann tritt ins Freie, in einer Hand eine Maschinenpistole, in der anderen eine Taschenlampe. Und? Kein Mensch. Sonst irgendwas Ungewöhnliches? Gar nichts. Geh mal ums Haus, sieh dich um! Wovor haben die plötzlich solche Angst? Bullen? Ja, wir sollen die Augen offen halten, haben sie gesagt. Senior Carnevale kommt gleich persönlich rauf. Er will mit dem Jungen sprechen. Okay, ich drehe mal eine Runde. Aber lass mir was von den Cannoli übrig. Aber klar. Hey, alles klar bei euch? Fundling, behauptet irgendwer was anderes? Warum glaubt eigentlich jeder, dass wir die Sache nicht im Griff haben? Was willst du? Signore Carnevale schickt mich. Ich soll Alessandro zu ihm bringen, runter zum Helikopter. Gerade haben sie noch gesagt, er kommt zu uns rauf. Dann hat er sich's jetzt wohl anders überlegt. Bist du allein? Gino kontrolliert gerade die Rückseite. Warte draußen. Ich rufe unten an, damit sie... Nicht nötig. Rosa, mach die Tür zu. Herrje, und nimm die Waffe runter. Hat Quattrini dich geschickt? Na los, wir müssen uns beeilen, bevor Gino wieder auftaucht. Fass mit an. Wir ziehen ihn in das Zimmer. So. Suchen wir Alessandro. Da ist nicht. Ich weiß nicht, was die... Kannst du noch mal mit anfassen? Oh, fuck. Okay. Was tust du hier? Auf dich aufpassen. Auf mich? Quattrini weiß, dass ich hier bin und sie schickt dich. Was bist du, ihr scheiß Praktikant? Quattrini hat keine Ahnung, was hier vorgeht. Was? Pantaleone. Ist ziemlich kompliziert. Du bespitzelst die Carnevales für die Polizei und für Pantaleone? Ich helfe allen, die Cesares Feinde sind.
Mir egal, was sie sonst noch sind und wollen. Weil er... Cesare hat Alessandros Mutter und seinen Vater umgebracht. Und den beiden habe ich mehr als nur mein Leben zu verdanken. Ich lasse nicht zu, dass Cesare durch die Morde an ihn zu einem der mächtigsten Capi aufsteigt. Pantaleone hat dir aufgetragen, mir zu helfen? Ja, aber da war ich längst auf dem Weg hierher. Das hier hat weder mit Pantaleone noch mit der Richterin zu tun. Ich erkläre dir das alles später, wenn du willst, aber jetzt haben wir keine Zeit mehr. Cesare ist hierher unterwegs. Ich weiß, wir haben höchstens noch 2-3 Minuten. Alessandro ist im Keller. Warum sagt er nichts? Er müsste uns doch hören können. Sie werden ihn gefesselt und geknebelt haben. Wahrscheinlich ist er angekettet, wegen der Verwandlung. Scheiße, er kommt! Was? Geh runter und mach ihn los! Hier ist es stockdunkel. Kugeln in meinem Revolver. Ich kann versuchen, die Ketten zu zerschießen. Erst das linke Vorderbein. Du musst sie straff spannen, okay? Fertig? Okay. Alles in Ordnung? Schneller! Hinten! Alles okay? Alles andere? Ich bin, okay. Danke. Kommt rauf! Remio? Beeilt euch! Die meisten sind tot, aber ich weiß nicht, was mit den Männern am Moment ist. Wer sind Sie? Er arbeitet für Salvatore Pantaleone. Im Moment ist er auf unserer Seite. Lass uns von hier verschwinden. Er hat dich gerettet, Rosa. Mit mir hat er andere Pläne. Ist das nicht so, Remio? Was hat das zu bedeuten? Geh aus dem Weg, Rosa. Dir geschieht nichts. Pantaleone hat dir befohlen, ihn zu töten? Das hier ist die beste Gelegenheit, endgültig mit den Canivares aufzuräumen. Es wird so aussehen, als wäre es während der Schießerei passiert. Keiner wird ahnen, dass er seinen eigenen Leuten in den Rücken gefallen ist. Und erst recht wird niemand Pantaleone verdächtigen. Pantaleone will, dass ich für ihn die Alcantaras anführe. Er wird es nicht wagen, jemanden zu töten, der unter meinem Schutz steht. Er ist der Boss der Bosse. Und du bist nur ein Kind. Du wirst ihm vergeben. Und jetzt geh aus dem Weg. Nein! Na! Ah! Was ist? Nein! Fundling! 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 Er hat noch Puls. Er lebt noch. Alessandro? Rosa sieht dem Panther in die Augen, doch der schaut nicht sie an. Er starrt auf einen Punkt über ihr, kommt direkt auf sie zu, wird schneller und springt hoch. Rosa duckt sich. Über ihr prallt Alessandro auf etwas anderes, ebenso groß und kraftvoll wie er selbst. Beide stürzen neben ihr und Fundling zu Boden. Cesare. Mm.
Rosa packt Fundling unter den Achseln und zieht ihn zur Tür nach draußen ins Freie. Bist du verletzt? Nein. Aber Fundling, er braucht dringend einen Arzt. Hilf mir, ihn ins Auto zu legen. Ja. So. Ich fahre ihn ins Krankenhaus. Ich kann. Nein. Geh zu deinen Leuten. Du hast es geschafft. Du bist jetzt ihr neuer Capo. Rosa. Zwei Stunden später. Rosa und Iole warten auf einem Krankenhausflur. Ich kenne keinen, der so schlecht Auto fährt wie du. War meine erste Fahrt mit Gangschaltung. Glaubst du, Fundling wird's schaffen? Weiß nicht. Warum ist er nicht tot? Er hat eine Kugel im Kopf. Ich bin kein Arzt. Entschuldige. Was ist los? Rosa? Eine SMS. Von meiner Schwester. Von Zoe. Was schreibt sie? Warte hier, ja? Nicht weggehen, okay? Frauenhilfe. Sind Gefangene. Weiß nicht wo. Autobahnende. Tiefe Schlucht. Geht uns nicht gut. Sind allein keine Wächter. Komm und hilf uns. Es ist Mittag, als Rosa das Ende der Welt erreicht. Die Sonne brennt heiß auf die unvollendete Autobahn. Eine Gestalt liegt auf dem Asphalt, wenige Meter vor dem Abgrund. Zoe! 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 Salvatore Pantaleone kommt langsam auf sie zu. Schweiß läuft unter seiner Augenklappe hervor. In seiner rechten Hand hält er Zoes Handy. Ich hab's für dich getan. Es war nötig und das bedauere ich. Wo ist Florinda? Nicht hier. Ist sie auch tot? Du bist jetzt das neue Oberhaupt der Alcantaras. So wie ich es dir vorausgesagt habe. Wir werden gut zusammenarbeiten, du und ich. Vielleicht dauert es ein wenig, bis wir uns aneinander gewöhnt haben. Aber dann... Sie wissen, dass ich Sie an die Richterin verraten habe. Und trotzdem wollen Sie, dass ich Ihnen helfe. Erst einmal helfe ich dir. Du wirst Hilfe nötig haben. Du bist erst 17, Rosa. Florindas Berater und Geschäftsführer werden bald wie die Schmeißfliegen über dich herfallen. Wir werden das gemeinsam machen, du und ich. Du als meine ausführende Hand. Weil du tief in dir eine Moral trägst, die Florinda leider gefehlt hat. Weil du Biss und Härte und Entschlossenheit hast, von denen Zoe nur träumen konnte. Du und ich. Wir beide haben das Zeug dazu, sogar dem hungrigen Mann die Stirn zu bieten.
Rosa. Armes, zähes Ding. Salvatore Pantaleone zieht eine Pistole. Nein! Zwei Tiere, reglos auf staubigem Asphalt, unweit der gezackten Bruchkante. Das eine Tier ist eine Schlange, fast 3 Meter lang und so dick wie ein menschlicher Oberschenkel. Ihre Schuppenhaut bernsteinfarben, mit einem Muster in Braun und Gelb und tief dunklem Rot. Die Augen weit geöffnet. Die geschlitzten Pupillen umgeben von eisigem Blau. Sie hat 2 Fangzähne, lang und gebogen wie Dolche und eine gespaltene Zunge. Das andere Tier ist ein mächtiger Keiler, ergrautes Fell und nur ein Auge. Der Schlangenleib ist wie eine Spirale um ihn gewunden, leblos liegt er auf dem Asphalt. Die Beine schlaff, das Maul geöffnet. Seine Zunge hängt heraus, einer der Hauer ist gesplittert. Es hat lange gedauert, bis er endlich tot war. Sie können den alten Mann jetzt haben.